Moin und damit ja mittlerweile zur 81. Folge, wenn ich richtig zähle. Hallo. Klaut der Typ mir einfach meine Line, ne? Ja, du hättest eh nicht gewusst, welche Folge wir haben, ne? Du hast doch davor sogar gesagt. egal. Oh Mann. Diesmal haben wir Alfred wieder gegen Valentin ausgetauscht. Und Torben hat immer noch nicht sein Mikrofon angeschlossen. Also er beschwert sich quasi drüber, dass Leute nicht ihr Leben auf die Reihe kriegen. Oder sagt, dass sie das machen sollen. Und dann schafft er es nicht, ein Kabel anzuschließen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Obwohl, eigentlich soll es schon um Torbens Unzulänglichkeiten gehen. Oder beziehungsweise um die von uns allen. Weil wir ja wieder mal nichts geschissen bekommen. Wir sprechen heute ausschließlich darüber, wie schlecht Torbens Mikroqualität ist. Ja, okay. Jedenfalls sprechen wir eigentlich heute darüber. Segway des Jahrhunderts an dieser Stelle. Die Leute haben es auch vorgeschlagen im letzten, im Kommentarstrang vom letzten Podcast, sage ich mal. Ja, und wir hatten das auch damals schon auf dem Schirm. Es haben uns Leute auch so geschrieben und so weiter und überall. Alle haben sich das gewünscht und es war auch logisch, dass wir das unabhängig davon wohl behandeln müssen, weil wir wohl, glaube ich, ein Stück weit so ein bisschen das Sprachrohr dieser Generation sind. Und genau darum soll es nämlich gehen, ja, um diese Generationenkritik, die von Sellner ausging, meines Wissens nach. Er hat geschrieben, eine ihm nahestehende Person hat da einen Thread eben veröffentlicht, aber ich gehe noch stark davon aus, dass es einfach er war, ja. Naja, Eventmanager Wien und die nahestehenden Personen. Ja. Ja, es ist halt von Sellner. Ja, und er hat ja noch eine Audioanalyse aufgenommen, nachdem er den Thread wieder gelöscht hatte, wo er das eben nochmal ein bisschen präziser zusammengefasst hat. Weil wir so gut vorbereitet sind, haben wir uns das gerade sogar angehört, was er dort gesagt hat. Und deshalb können wir sogar, weil wir uns Notizen gemacht haben, obwohl wir so faule Zoomer sind, können wir da sogar drauf eingehen. So quasi, euch erwartet ein Spektakel. Jetzt haben die Leute hier gerade eine WhatsApp-Nachricht gehört. Sehr gut. Ich hoffe, wir haben es wahrscheinlich gehört. So, das war nicht bei euch. Ja, wir haben die Audioanalyse jetzt uns im Vorfeld angehört, haben uns Stichpunkte eben aufgeschrieben, was so kritisiert wurde. Ich kann mich auch daran erinnern, so möchte ich jetzt auch mal anfangen, dass es auch auf einem anderen Discord-Server so eine Diskussion darüber gab. Und ich bin ja der Meinung, es haben halt beide Unrecht oder Recht, also teilweise, beide Parteien sozusagen. Also es gibt ja dann die Leute, die sagen, ja, die IB war komplett scheiße und die, wie auch immer, die sollen sich jetzt nicht rausnehmen, uns zu kritisieren oder wie auch immer. Ich sehe das schon so, dass die IB also was gebracht hat auch, ja. Sicher, auf jeden Fall so 2000, das darf man auch nicht immer vergessen, so, die war halt 2016, 17, 18. Ich glaube, für uns auf keinen Fall jetzt, für die hier jetzt drin sitzen, das Ding, was sowas ausgelöst hat, aber für viele, die jetzt da sind, war das, glaube ich, so das transformierende Ereignis, dass da Leute, weiß nicht, aus Brandenburger Tor gestiegen sind oder oder irgendwo in Wien irgendwo aufgeklettert sind oder so, dass das hat auf jeden Fall schon, sage ich mal, was ausgelöst bei vielen. Aber wollen wir das nicht, wie ich es vorgeschlagen hatte, chronologisch? Ja, mach mal gleich. Ich wollte nur ein was noch sagen dazu. Und zwar, das Ding ist immer, man kann also immer im Nachhinein sagen, XY hat nichts gebracht oder so, ja. Aber man weiß es ja nicht. Man kann es ja nicht nachprüfen. Das ist ja das Ding. Und ich gehe auch davon aus, und das meine ich jetzt auch allgemein, hätte es nie diesen Widerstand, in welcher Form auch immer, gegeben, dann wären wir heute wahrscheinlich noch weiter jenseits von Gut und Böse als heute. Aber gut, wir können mal anfangen mit den Notizen, die ich gemacht habe. Also er fängt an, dass er also vor 10 Jahren sozusagen die IBÖ gegründet hat, also 23 Jahre alt war, ja. Und davor gab es dann eben nur Altrechte, die er nicht als metapolitisch wertvoll sozusagen erachtet hat, ja. Es gab zwar sozusagen die Generationenprojekte, er hat jetzt nicht die konkret benannt. Ich meine, lass mich überlegen, was es so gab früher. Da gab es irgendwie, weiß nicht, die JN-Spreelichter, ja. Und mehr kenne ich jetzt auch nicht, irgendwie die Viking-Jugend, das war jetzt auch keine politische Organisation. Eigentlich, also es war halt so eine, wie soll ich sagen, war eine kriminelle, genau, erstens war es eine kriminelle Vereinigung, zweitens war es halt so eine Pfadfindergruppe letztendlich. Die hatten ja keinen politischen Anspruch, meines Wissens nach, auch. Also zumindest nicht so einen Bewegungsanspruch, worum es nämlich eigentlich in dieser Audioanalyse ging, dass dieser Generation eben diese Bewegung fehlt. Also er dröselt das so auf und sagt, okay, es gibt eben Theoriebildung, dann Kontrakultur und so weiter und eben Partei und aber auch Bewegung, außerparlamentarische Geschichte. Und er kritisiert eben, dass es diese Bewegung nicht gibt. Er hat also noch angeführt, also es gab eben zwar Kritik an der IB, aber keiner, der es besser gemacht hat sozusagen. Also er meinte, er hätte nur darauf gewartet,
dass sich was gründet sozusagen, dass dann der IB den Rang abläuft und dass dann auch die IB kritisiert und kritisiert wurde die IB zwar, aber es kam nichts, was ihr den Rang abgelaufen. Und da muss man soweit sagen, hat er natürlich nicht Unrecht, ja, damit hat er recht. Ja. Mir ist es halt einfach faktisch nicht passiert. Ja, das muss man aber auch immer fragen, so, also warum? Warum, ja, also, genau. Es ist ja nicht so, dass sozusagen, also wir haben in Deutschland eine 200-jährige Geschichte der Rechten. So, wir sind eines der Länder, was in Europa und generell auf der Welt so die längste moderne Tradition von Rechtssein hat. Und es hat ja immer verschiedene Formen angenommen. Ja, also ob das jetzt, weiß nicht, die Hochkonservativen oder jetzt die Nationalliberalen irgendwie vor 1848 oder danach im Zweiten Reich waren oder so, das ist ja was anderes gewesen als dann der Weimarer Republik. Dann wieder nach dem Zweiten Weltkrieg oder so und dann eben, also Sellner sagt das ja selbst so, also es gab halt, was er eben nicht positiv bewertet, aber es war auf jeden Fall da, die, weiß nicht, wie man das nennen kann, also wenn man jetzt die IB mit den Millennials gleichsetzt, so in dieser Gen-Exa-Generation, so halt die Skinheads oder sowas, also so eine, auch eine außerparlamentarische Bewegung mit Kontrakultur und Jugendanspruch und sowas. Tatsächlich, witzigerweise sagt er ja, das sei eben so metapolitisch schlecht oder was auch immer gewesen. Also was die reine Kontrakultur angeht, wage ich mal sehr stark zu behaupten, dass dieses ganze Skinhead-Tum sogar noch weitaus erfolgreicher war als die IB etc., obwohl sie nicht mal diesen Anspruch, glaube ich, hatten. Also ja, die IB hat sich ja, bewusst diesen Anspruch gegeben, also, kontrakulturell zu sein. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass, zumindest was diesen Impact angeht, dieser ganze Skinhead-Kult oder was auch immer, diese ganze, ja, Nazi-Szene oder wie auch immer, vor allem eben mit der Musik, einen größeren Impact geleistet hat. Es gibt zwar, klar, gute Sachen auch von der IB, musikalisch vielleicht jetzt weniger, ja, aber es gibt zum Beispiel hier Kult Games, was auch ein relativ junges Projekt ja noch ist. Okay, mehr fällt mir jetzt auch so spontan nicht ein, aber trotzdem. Aber wie soll ich sagen, so diese, die L-Band, ja, die kennt halt jeder, aber irgendwie Def and June oder wie die Leute da heißen, die kennt halt keine Sau, ja. Genau, das müsste man aber auch, glaube ich, wieder differenzieren. Also es gibt ja auch zum Beispiel Leute, die in diesen Strukturen drin sind oder drin waren, jetzt vielleicht im Skinhead-Milieu, bei NPD und so weiter, und die auch jetzt sozusagen Kritik an den ganzen 90er-Jahre-Zeug äußern. Weniger vielleicht an der Musik, aber doch auf diesem Auftreten, was es ja durchaus verbreitet gab, dass man sich letztlich diesen Punk-Skinhead-Trend so aus Großbritannien anschließt, was ja letztlich eine Rebellion der Söhne von den Leuten war, die durch die Thatcher-Reform ihre Arbeit verloren haben, also letztlich Proleten sozusagen, die dort ihren sehr stumpfen Protest ausgedrückt haben, und das wurde dann eben international übernommen und natürlich vor allem in Deutschland als diese Skinhead-Neonazi-Szene, die das halt mit so einem, ja, wie will man es nennen, halt neonazistischen Anspruch verbunden haben und dass das halt eher geschadet wird. Aber die Musik, muss man sagen, ist schon wirklich so. Also, egal, ob man es gut findet oder nicht. Jeder kennt Onkelz, ja, obwohl die dann ja nicht mehr rechts waren und da gibt es ja dann genug so Sachen, die da Szene intern denen nachgetragen worden sind, dadurch, dass die eben nicht mehr so explizit waren. Jeder kennt Lunikov so, das oder L-Punkt, was auch immer. Das hatte auf jeden Fall einen Effekt. Also Schulhof-CDs, dass es diesen Begriff überhaupt gibt, das drückt was aus. Also nein, gut, Schulhof-CDs wurden ja bewusst sogar verbreitet, damals von der NPD, um eben zu sagen, weil sie gesagt haben, Musik ist so unsere stärkste Waffe oder was auch immer, propagandistisch, was wahrscheinlich auch gestimmt hat. Und deshalb verbreiten wir das noch weiter. Wobei mal jetzt fairerweise muss ich kurz eingrätschen, das geht jetzt, glaube ich, auch ein bisschen am Thema vorbei, wenn wir das da so weit ausholen. Es ging erstmal darum, so, wir sprechen darum, wie sich das ausdrückt, rechts zu sein. Da will ich jetzt erstmal, also, ja, es geht jetzt auch nicht darum, so, waren Skinheads geil? Nein, waren sie nicht? Nein, also, wir sind jetzt hier kein NW-Podcast, so. Ja, aber es geht ja darum, also, die Ausdrucksformen. Wir müssen ja ein bisschen ehrlich schon sein, ja. Also das Fest, die Ausdrucksformen wandeln sich halt, so. Man muss auch dazu sagen, die Skinheads der damaligen Zeit, das siehst du ja öfters auch in Dokus und so weiter, so, du warst halt einfach entweder irgendwie Punker sozusagen und dann halt irgendwie links oder du warst halt Skinhead, ja, und dann irgendwie rechts. Wenn auch vielleicht jetzt nicht der große Weltanschauungsträger oder wie man das da in dieser Szene sagen würde. Obwohl es ja bekannt war, dass es damals auch die Glatzen und die Scheitelfraktion gab. Das stimmt natürlich, ja, aber ja, vor denen müssen ja auch die Städte geschützt werden. Aber man muss auch dazu sagen, dass das damals
das wirklich nicht nur von der Musik, wie gesagt, dass das sozusagen der letzte erfolgreiche Versuch war, auch so eine komische Jugendkultur zu kapern. So die Ipster, Nipster, was auch immer, haben das ja nicht geschafft, das für sich zu beanspruchen und zu vereinnahmen, ne? Während halt die Skinheads das irgendwie geschafft haben. Weil, wie du schon gesagt hast, das waren ursprünglich irgendwelche komischen Arbeiter, auch mit Ska und Musik und irgendwie mit Jamaika, bla, was weiß ich. Und dann irgendwann wurden es halt Nazis. Und heute ist es immer noch so manifestiert, und das ist ja auch das, was die Leute kritisieren, dass eben der Skinhead der Nazi ist. Aber willst du mir nicht sagen, dass der Undercut von, oh Gott, wie heißt der Typ hier von wegen... Von dem Typ aus Hass im Kopf, von Wolf. Ja, nee, von wie heißt der Thrift Shop Typ? Von dem auch White... Ja, genau. Du willst mir sagen, das wurde nicht gekapert? Ja. Gut, das wurde in dem Sinne schon... Naja, es wurde eigentlich nicht gekapert, weil das ja... Weil eher haben die das ein Stück weit gekapert. Ja, die, wie soll ich sagen, die... Ich sage jetzt einfach mal, wie es ist, die HJ-Frisur so, die haben ja jetzt nicht die weiß ich also nicht, die Mecklenburg. Also soweit ich das mitgekriegt habe, als es noch einigermaßen aktuell war, wurde er immer kritisiert, also er hat den Haarschnitt von der HJ genommen und die Musik von den Schwarzen. Also das war immer so der Kritikpunkt und nicht andersrum sozusagen. Also, dass er dort die authentische schwarze Musik sozusagen, dadurch, dass er als Weißer da auftritt, also da merkt man schon wieder, wie weit diese Debatten zurückgehen, weil das war ja 2013 oder sowas, okay. Ja. Dass er das gecovert hätte. Aber gut, wir wollten ja das wieder ist jetzt auf... Sehr, sehr abschweifend. Gut, ja, um jetzt nochmal auf die konkrete Kritik von Sellner einzugehen, also er hat es eben gesagt, es gab vor der IB gab es nichts metapolitisches Wertvolles, das sehe ich als falsch an. Seine eigene Ansicht eben. Ja. Wie man das auch immer nimmt. Wobei Metapolitik ist für mich sowieso mittlerweile so ein Begriff, genauso wie Vorfeld und so weiter. Das geht mir alles teilweise mittlerweile auf den Sack, weil das so wie Liberalismus halt. Das wird einfach so immer so mit Begriffen um sich geschmissen, die so Content. Überhaupt gar nichts, ja Content, die irgendwie überhaupt Marketing. gar nichts so wirklich bedeuten. Das ist so, ja, keine Ahnung. Feedback. Jedenfalls der Punkt ist, okay, das ist schon mal das eine. Aber unabhängig davon hat er, wie gesagt, ja recht, dass danach nichts kam. Er hat RG angesprochen, also dieses Reconquista Germanica Projekt, das eher ein reines Internetprojekt eigentlich war, und hat daran kritisiert, dass es also kein langfristiges Konzept hatte, dass es nur auf diese Person Nikola, ja, darf ich den Namen überhaupt nennen, ja, also auf diese Nikolai Alexander Person, ja, wie soll ich sagen, nur auf dieser Person beruht hat und dass es dann in den Meme-Laping-Bereich abgeglitten ist, was auch immer der damit so wirklich gemeint hat, ja. Und gut, weiß jetzt nicht, was ich meine, ich glaube, ich wage auch zu behaupten, dass die niemals diesen Anspruch hatten, ein Generationenprojekt zu sein. Die IB zum Beispiel hat ja ganz konkret eine Altersobergrenze gehabt. Ja. Und das hatte dieser Discord-Server hatte ja einfach, weiß ich nicht, ja, irgendwie ein paar tausend Mitglieder und da war halt ja alles dabei irgendwie. Aber ich meine, dass Selner das so sieht, dass das, was vor der IB kam, nicht gut ist oder nicht richtig ist. Ergibt sich alleine daraus, dass er die IB gegründet hat. Also ich meine, wenn es schon all das gab, was er eigentlich haben wollte, aber halt unter einem, keine Ahnung, anderen, etwas, was er eben nicht kontrolliert hat, dann hätte er die IB nicht gründen müssen. Mhm. Also ich meine, dann wäre das ja komplett unnötig. Wer gründet jetzt halt die AfD 2? Ja gut, da gibt es so einige, die AfD 2 gründen, ja. So. Genau, also ja, dann ist er ja übergegangen quasi auf seine Kritik quasi, dass also, du hast ja schon die Bereiche genannt, Partei, Vorfeld und so weiter, wobei ich mich dann auch frage, hat der Herr Sellner mitgekriegt, dass es zum Beispiel die junge Alternative gibt, also das ist mir auch, das ist mir zum Beispiel auch in den Sinn gekommen, das ist jetzt kein konkretes Generationenprojekt und auch weniger Bewegung in Anführungszeichen, wie es die IB ist, also die ist, weil es ja eben die Jugendorganisation der Partei ist, die machen zwar Aktionen und machen auch viele andere Sachen, aber vielleicht ist es nicht genau das, was er sich darunter vorstellt. Aber das ist auch mein Gedanke gewesen. Ja, also ich glaube, Sellner ist einfach, was Parteipolitik angeht, und das kann man den Österreichern nicht wirklich wirklich böse nachsehen. Ja. Also das kann man denen nachsehen. Die sind einfach gebrannte Kinder, was die Parteipolitik angeht. Und das liegt halt an der Vizekanzlerschaft von Strache. Gibt's ja auch von Schafmüller, der ja auch schon bei uns Gast war. Liebe Grüße gehen raus und so weiter. Liebe Grüße nach Syrien, kann man ja, glaube ich, vielleicht noch sagen. Ja, die sind da ja unterwegs gewesen, das letzte Zeit. Salam alaikum und so weiter. Ja. Also Schafmüller hat ja auch einen Vortrag gehalten, in dem er darauf eingegangen ist. Wie ist das dritte Lager, also die deutschnationalen, freiheitlichen, wie man das auch immer dieses Lager in Österreich umschreiben will,
also mit welchem Anspruch sind die an diese Regierungsbeteiligung herangegangen? Was ist dann unter der Führung von Strache und einigen anderen, Hofer könnte man wahrscheinlich auch noch nennen und so weiter, da wirklich draus geworden? Da muss man eben sagen, nichts. Also die Partei hat sich ständig distanziert von Magazinen, von Jugendbewegungen wie der IB, vom deutschen nationalen Vorfeld, also vor allem von den akademischen Verbindungen und so weiter. Und hat sich immer mehr, in Oberösterreich, soweit ich es weiß, machen die das ja immer noch so, und haben sich da die ganze Zeit treiben lassen von der ÖVP und vor allem von den linken Medien. Das muss man denen nachsehen. Auf der anderen Seite... Da muss ich kurz eingrätschen, das Problem haben wir aber in Deutschland zu einem großen Teil auch. Wir hatten ja jetzt jüngst wieder den Fall, wo irgendwie dieser Ziegler so einen Prozess hatte, Andreas Ziegler von dieser Gewerkschaft im Zentrum Automobil, der ja aus der Partei ausgeschlossen werden sollte. Ist jetzt, soweit ich weiß, nicht ausgeschlossen worden. Habe ich neulich bei Mandic schon gesehen. Ja, bei Mandic ihn vertreten, halt, genau, ja. Ja, richtig. Aber so, dass diese Probleme haben wir ja in Deutschland fairerweise, muss man sagen, auch, ja. Ja, also es ist, glaube ich, dort so eine Überbetonung des Aktivistischen, auch drin, die letztlich sagt, ja, Parteiarbeit, also das kommt ja nicht nur von Sellner, muss man ja ehrlicherweise sagen. Das ist eine von diesen Erbsünden der neuen Rechten, muss man sagen. Weil die Leute um Henning Eichberg haben es nie geschafft, eine Partei zu stemmen. Die Karl-Heinz-Weißmann-Generation ist mit ihrem Versuch, an die CDU anzudocken oder was eigenes parteipolitisch auf die Beine zu stellen, auch gescheitert mit den Republikanern. Das ist ja quasi auch dieses Trauma, was Dieter Stein immer dazu bewegt, alles scheiße zu finden, so. Und bei Kubitschek prägt sich das auch in anderer Weise aus. Und dort wird ja auch immer Robert Michels rezipiert, der halt ein ehemaliger Sozialdemokrat in der Weimarer Republik war, der dann gesagt hat, ja, Parteien werden innerhalb von so und so vielen Jahren immer zu Oligarchien. Das heißt, wirkliche Veränderungen bringen sie nicht mehr. Auch politische Veränderungen können sie. Ich sozusagen, also sagen, die Parteipolitik Blackpill, ja. Genau, also das ist aber eine einseitige Sicht, so, weil ich meine, Parteien sind ein Übel, so, gerade als Rechte, die wir aus einer Tradition kommen, die immer diesem Parlamentarismus doch zumindest kritisch gegenüberstanden, in welcher Form auch das, immer, so, ist es natürlich so, dass das immer große Kompromisslerei ist, dass diese Parteiapparate natürlich nicht immer die Besten auswählen, meistens eher die Schlechteren und so weiter, aber die Partei muss da sein, weil wir in einer parlamentarischen Demokratie leben. Hier geht es darum, dass man Gelder und Öffentlichkeit und zukünftig hoffentlich, wie es ja in Thüringen schon Teil der Fall ist, zukünftig hoffentlich für die Partei, die unser Lager repräsentiert, gewinne. Er meinte wahrscheinlich irgendwie Posten, halt immer, Mandate, also da oder würde Mehrheit. Der Sellner wahrscheinlich auch dann antworten, ja, das ist halt Partei, das ist nicht Jugendbewegung. Und das wäre dann aber auch wieder eine Verkürzung einfach der Sachlage. Ja, da muss man als fairerweise auch dazu sagen, gerade das ist ja der Knackpunkt. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie sehr sich die Partei letztendlich in unseren Augen schlecht verhält. Gerade dann ist es ja ideal, wenn die Jugend auch die Parteiarbeit mit übernimmt und da eben eindringt und so weiter, weil dann ja die Partei viel besser in die Richtung bewegt werden kann, die vielleicht auch ein Sellner gefallen würde mit dieser Unterstützung des ominösen Vorfelds, von dem immer gesprochen wird, zum Beispiel. Und was ich jetzt auch noch sagen wollte, was ich ein bisschen kritisch sehe, also ich meine, klar, das ist so sein Projekt eben, die IB. Aber wir hatten vorhin auch diese andere Organisation, von der er gesprochen hat. Die haben sich halt dann irgendwie aufgelöst, weil sie ja letztendlich, glaube ich, oder weiß ich nicht, erkannt haben, dass die Luft raus war oder so, ja. Während halt, man bei anderen Organisationen, klar, die IB, die wechselt jetzt auch so in Richtung, wir machen jetzt so Tarnorganisationen und vermummen uns und so weiter. Aber so, warum muss man da unbedingt dran festhalten? Klar, die hatten einen guten Impact und so weiter, aber vielleicht kann man dann nochmal erkennen, wie er sagt, er muss jetzt auch nicht mehr auf Dächer klettern, dass es dann halt irgendwann mal vorbei ist. Und das ist auch so ein bisschen das, dass die, glaube ich, nicht, dass die ein bisschen unreflektiert sind auf ihre eigene Bewegung, was ja auch irgendwo nachvollziehbar ist, wenn es die eigene Bewegung ist. Oh Mann. Das ist auch so ein Punkt, den ich noch reinbringen wollte. So. Alright. Jetzt ist Torben natürlich stumm gestellt, also die Monologmaschine ist sozusagen abgestellt. Dann bin ich noch zu hören? Du hast dich gerade selbst gemutet. Okay, wir können ja zunächst, Ja, das war jetzt gerade so ein Abriss des roten Fadens. Ich habe Torben nicht zugehört, das ist das Problem, deswegen weiß ich jetzt nicht, wo ich anknüpfen muss. Mit dieser Geschichte, gut. Er hat dann eben noch kritisiert, dass es also kein Generationenprojekt eben gibt und dass halt auch keine bestehenden Projekte übernommen wurden. Dass er sozusagen, dass die Tradition der IB, so habe ich das verstanden, nicht fortgeführt wurde. Aber das ist halt auch so das Ding, wie ich es gerade beschrieben habe. So, warum sollte man das eben auch
machen. Hat er auch angesprochen in seiner Audioanalyse, dass eben die Leute, und da sind wir wahrscheinlich auch nicht unschuldig, aus der Not sozusagen eine Tugend machen, dass es keine Bewegung gibt, und zu sagen, es ist gut, dass es keine Bewegung gibt, weil diese Bewegungen eher schädlich als nützlich sind für die Einzelnen oder wie auch immer. Ja, mir ist das auch aufgefallen in der Audioanalyse, da hat er sehr stark darüber gesprochen, dass das höchste Gebot ein Doxing-Verbot ist. Auf rechts wieder bezogen, ja. Das ist nochmal eine separate Kritik eigentlich. Ja, eben, weil ich meine, für die Partei stimmt das ja nicht. So, da ist es eben so, wenn man dazu gewillt ist und wenn es die politische Notwendigkeit ergibt, dann stecken diese Leute ihren Kopf raus und sie bezahlen nicht den Preis dafür. Nur vor allem im Gegenteil, es ist ja sogar, wenn du jetzt je nachdem, wie weit du deinen Kopf rausstreckst, ist es ja sogar erlaubt, sozusagen dich zu doxen. Dann müsst die Antifa keine Recherchearbeit leisten, sondern dann sitzt du irgendwo im Kreistag und dann bist du eine Person des öffentlichen Lebens sozusagen. Ja, genau. Also und aber man hört daraus dieses Gesicht zeigen. Und ich dachte eigentlich schon, das würde auch langsam in IB-Kreisen mal verschwinden, aber dass dieses Gesicht zeigen an sich eine Tugend ist. Sozusagen. Und da ist es so, da möchte ich dann nur an einen Vertreter einer Generation verweisen, die zwei Generationen vor Sellner liegt, nämlich auf Thorf und Waldstein. Der hat auch mal in einer Diskussion gesagt, die jetzt, glaube ich, im Netz nicht verfügbar ist, dass er die jungen Leute versteht, also unsere Generation, weil es einfach ganz andere Umstände sind als das, was er damals in seiner aktiven Zeit in den 70er, 80er Jahren hatte. Muss man fairerweise sagen, das hat Sellner aber auch so ein bisschen durchklingen lassen, indem er also am Ende seiner Sache kommen dann viele so Verständnissachen. Er widerlegt sich letztlich selbst, aber er würde das nicht eingestehen, weil wenn man halt sagt, die Umstände sind radikal anders, es ist halt so, dass zum Beispiel der Grund, warum die IB nicht mehr funktioniert, nicht mehr als sozusagen im ganzen deutschen Sprachraum agierende Operation, die also mit Gesicht auftreten kann und dann große Medienerfolge zeigt, das liegt daran, dass diese Strategie nicht mehr funktioniert, weil der Gegner erkannt hat, was vorgenommen werden sollte. Ja, die Medienhäuser haben einfach beschlossen, es ist nicht die Auflage wert, es sind nicht die Klickzahlen wert, diesen Leuten irgendwie eine Plattform zu bieten, über die Dokus zu machen und über die Banneraktionen oder sowas zu berichten. Das ist einfach vorbei. Und dazu kommt einfach, dass natürlich das auch Fahrt aufgenommen hat auf der Linken. Ja, also und das ist halt dann auch nicht mehr die Repressionen rechtfertigt, muss man dazu sagen. Also es ist ja immer die Frage so, sag ich mal jetzt aus militärischer, also umgemünzt sozusagen, hältst du eine Stellung, wenn das hohe Verluste für dich bringen würde? Wenn die Stellung halt so wichtig ist, okay, ja, aber... Und das ist im Falle dieser Strategie der IB eben nicht gewesen für die meisten Leute. Also weil zum einen, darauf könnte man auch nochmal eingehen, dass es einfach diese Leute ja auch jungen Leuten kein Angebot liefern. Und zum anderen, weil es einfach nichts bringt, in jedem Dorf, wo irgendwo mal ein Syrer sich an einem deutschen Mädchen vergriffen hat, eine Banneraktion zu machen und dann darauf zu hoffen, dass sozusagen jetzt die große Medienaufmerksamkeit kommt. Ja. Das passiert einfach nicht. Ich meine, wenn man das Ganze anonym sozusagen macht und dabei niemand in Anführungszeichen zu Schaden kommt von unseren Leuten dann ist es ja wiederum was anderes. Aber wenn man diese Doktrin mit dem Gesicht zeigen fährt, wie du es gesagt hast, ist es halt eben nicht zwangsläufig so sinnvoll. Und deswegen, wie gesagt, die gehen ja schon in die Richtung, okay, wir ziehen jetzt irgendwelche Masken auf. Und ja. Aber das ist halt so das Ding. Ja. Und ja. Auf der ganz anderen Seite ist das so, ich meine, jetzt noch mehr als 2012 fühlt es sich so an, als ob das alles mit, also die Konsequenzen aus einem Doxing, also nicht nur, dass das Doxing viel leichter möglich ist, weil alles mehr online ist, etc. Sondern dass auch die Konsequenz oder die Konsequenzen des Doxings eigentlich viel, viel näher sind. Ja, weil es, gut, das mit dem Doxing ist halt auch so eine Sache. Er sagt, er stellt es so hin, das war ja auf rechts wieder bezogen, wie gesagt, das ist ein Thema, wo später eigentlich kommt. So natürlich nimmt man das ein Stück weit in Kauf, aber man muss es ja nicht noch forcieren, das ist ja der Punkt. Man muss es nicht forcieren, ja, man muss sich nicht sein Leben kaputt machen. Aber gut, da hat er ja auch wieder das Gegenargument, ich weiß nicht, ob das jetzt so chronologisch ist, dass er quasi sagt, ja, die Leute denken, sie würden noch was aus ihrem Leben machen. Ja gut, dann muss ich halt wieder attestieren. Obwohl, das ist, glaube ich, eine Premiere hier für den Podcast an sich, aber ich habe das schon mehrmals in privater Runde gesagt,
dass halt die etablierte neue Rechte einfach teilweise sehr stark realitätsfremd sind. Und damit will ich wirklich niemanden auf die Füße treten. Aber es ist einfach so, dass gewisse Kreise, um es jetzt mal auf einen ganz bestimmten Personenkreis zu münzen, nicht über die Grenzen des Ritterguts hinausschauen. Ja, also das merkt man in Bezug auf die Partei. Da kann man sich mal die Folge anhören vom Schnellroder-Podcast, wo Maximilian Krah da saß. Maximilian Krah will aus Kubitschek herauskriegen, was sollen wir denn jetzt in der AfD machen? Was sollen wir in der AfD machen? Kubitschek kann einfach nur sagen, es ist alles vorbei. Das nochmal später zu dem es ist over, Black Pill, so Zeug, was in der Partei, was angeht, in der Jugend so verbreitet ist. Und zum anderen, das Einzige, was dann angeboten ist, ist, macht's wie Höcke, weil ich kenne Höcke privat und Höcke für gute Wahlergebnisse ein, was ja auch stimmt so. Aber das ist ja keine Strategie, was jetzt die AfD bundesweit übernehmen kann. So, da schließen wir mal der West-AfD an und sagt, die Umstände sind halt in Thüringen, die in Thüringen sind. Aber man merkt dann eben auch, also das ist ein sehr, sehr konzentrierter Blick auf die eigene Blase, der dort vorgenommen wird, aber nicht auf die Leute da draußen. Ja, also ich meine, wenn man Metapolitik betreiben will und so weiter, dann ist doch eigentlich das Ziel, dass man irgendwann Leute, die von der eigenen Botschaft überzeugt sind, in Spitzenpositionen des Staates zu setzen. Gerade Metapolitik, da ist es doch eher, sich nicht sozusagen zu isolieren und sich selber sozusagen auf die Fahne zu schreiben, ja, hier, wir sind die Rechten, und dann bist du ja eher außerpolitisch, ja, sozusagen, zumindest was denn, also da bist du aus dem politischen Raum draußen, ja. Ja, es ist antipolitisch letztlich, es ist nur noch sozusagen, es ist so ein bisschen so fast wie eine komische Neuauflage von Georges Sorel, der ja, also ein Syndikalist Anfang des 20. Jahrhunderts, hat über den Mythos gesprochen, der durch politische Taten entsteht, ja, durch den Kampf für eine Sache, der dann eine seelische Erneuerung bringen würde. Und das ist quasi jetzt auch die offizielle Ideologie der neuen Rechten, wenn es nicht gerade dann heißt, so ist sowieso alles over, wie bei einigen intellektuellen Kreisen. Dann heißt es, ja, du musst dich doxen, du musst die Banneraktion machen, du musst aus Brandenburger Tor klettern. Du wirst die Banneraktion machen, du wirst die IB-Flasche, das IB-Pilz trinken, ja, und du wirst glücklich sein. Genau. Und ansonsten, was weiß ich, wird kommt nicht die seelische Erneuerung sozusagen. Ansonsten ist das kein valider Ansatz, Politik zu betreiben. Was ich auch noch ergänzen wollte, weil es hieß, es kam quasi nichts nach. Ich weiß jetzt nicht genau, was er sich vorstellt. Vielleicht bin ich dann auch zu unkreativ und dann könnte er jetzt sagen, ja, genau das müsst ihr ja wissen, was danach kommt. Aber sollen wir dann die IB kopieren praktisch, nachdem das ja eh schon von denen sicherlich, wie gesagt, ja auch sinnvoll eben auch genutzt wurde, diese Möglichkeit, die sie hatten. Aber die haben wir halt heute nicht mehr, diesen Aktivismus. Und ja, wie er immer sagt, noch radikaler und so weiter. Das hat er sich quasi von der jungen Generation erwartet, einfach weil es die junge Generation ist. Ich meine, dann wenn die IB quasi schon fast verboten wurde, was musst du dann machen, um noch radikaler zu sein, dann ja. Verboten werden. Ich meine, ja. Er bringt ja auch Projekte auf. Auch wenn sie natürlich gewaltfrei an, war, ganz klar. Ja, er führt an, also letztlich die Millennial-Rechte, also die Kehre, Junge Europa und noch ein, zwei andere Sachen. Da muss man aber auch immer... Ich glaube, er führt nur die Kehre und Junge Europa auf. Also, ja, oder so. Ja. Und da muss man auch immer fragen, so... gab's die Kehre, gab's Junge Europa schon 2012? Nein, gab's nicht. Also es gab Felix Menzel mit der blauen Narzisse. Der war aber auch wieder ein halbes Jahrzehnt älter, also mindestens. Saß schon seit 2008 oder so in die Kubitschek-Kreisen rum und hat quasi, seitdem er 16 ist, was jetzt auch nicht das Privileg ist, was jeder hat, sozusagen versucht, eine eigene Zeitschrift aufzubauen und so weiter. Also diese Projekte gab es nicht, als diese Leute 20 oder 25 waren. Die laufen jetzt langsam heiß sozusagen, wenn die Leute 30, 35 sind. Das heißt, wenn die Leute halt, weiß nicht, sich eine Familie aufgebaut haben, einen Beruf haben und so weiter, überhaupt die finanziellen Mittel da sind. Der Beruf ist ja letztendlich rechts zu sein. Gut, das stimmt natürlich auch, aber es ist auf jeden Fall so, man erwartet hier von 20-Jährigen, weil ich meine, das muss ja auch zur Klärung der Debatte gesagt werden. Wenn man von Sumann spricht, dann spricht man von den Generationen, also von den Jahrgängen von 1997 oder so bis 2010.
Ja, er also spricht halt von 20- bis 30-Jährigen, ganz konkret. Was ja, gut, was ja auch in dem Sinne, wenn du so, wenn du, da muss ich Ihnen ja sogar recht geben, in dem Sinne, wenn er mit, von. Wenn er mit 23, ja, sehr schön, danke, wenn er mit 23 quasi die IB gegründet hat und du hast quasi, oder die Zoomer von mir aus haben halt mit 23, gut, wobei 23 schon die älteren Zoomer wahrscheinlich sind, haben halt noch nichts gegründet, so, das ist ja die Theorie von. Ja, aber wann war der Durchbruch der IB? Der war 2016, ja, 17, also als die Leute, weiß nicht, 27, 28 waren. Auf der anderen Seite, jetzt, man stellt sich vor, da steht so eine Skinhead-Version von Zellner, so, sagen also 2000, Zellner, als er jünger war. Okay, so, aber so 2003 und sagt, ja, was habt ihr denn schon geschafft? Hier ist ja noch gar nichts. Ihr habt gar nichts gemacht, was jetzt irgendwie an uns anknüpfen könnte. Ja, also es ist halt komisch, an 20-Jährige nicht nur den Appell zu richten, ruiniert mal so schnurstracks euer Leben, weil ihr werdet ja sowieso nichts mehr erreichen. Was, also generell, das ist dieser, wie gesagt, dieser komische Kult um den Aktivismus, ja, also was weiß ich, so werdet also, kein Anwalt, werdet ja. kein. Werdet nicht erfolgreich in der Wirtschaft, werdet nicht erfolgreich im Militär oder im Geheimdienst oder in der Polizei irgendwo, wo es was bringen würde, im akademischen Bereich auch, sondern was weiß ich so. Und wenn man davon ausgeht, dass es dann was bringen würde, das ist ja auch so ein bisschen die Theorie. Ja, eben, das eben. Ist, die Theorie von Zellner, würde ich mal behaupten, ist ja auch, dass man praktisch, wobei genau das, ich meine, ich berufe mich jetzt einfach mal auf dieses Intro von dem Komplottalbum seiner Zeit, wo er so dann erzählt, dass es nicht wichtig ist, dass wir heute Erfolg haben, sondern dass wir unsere Pflicht getan haben. Womit er ja quasi eigentlich schon so ein bisschen eingesteht, dass es over ist sozusagen. Nee, Quatsch, aber der Punkt ist... Aber ich meine nur, es ist halt komisch an Leute, die gerade so 2-3 Jahre aus der Schule raus sind, die gerade vielleicht so sich an ihrem Bachelor nähern oder ihrem Gesellenschein, so dann zu sagen, so, ja, warum habt ihr noch nichts auf die Beine gestellt? Also aber ich da muss man halt nicht auch sagen, dass das, ja, das stimmt zwar natürlich, klar, aber... Die meisten Leute in diesem Alter haben noch überhaupt gar keine Ahnung von Weltanschauung. Ich meine, es fühlt sich eher später, da kommen wir dann nochmal genauer zu sprechen, kritisiert er dann quasi das ganze Self-Improvement-Zeug. Ja, wir sind auch komplett von unserer Reihenfolge auch weggekommen. Ja, ist ja in Ordnung. Aber es fühlt sich so an, als ob das so eine Inversion zum Teil wäre und es eigentlich nur darum geht, eigentlich nur zu lernen, auf sehr kreative Art und Weise in Denkmäler und andere öffentlichen Gebäude einzubrechen und um dann Banner zu hissen. Gut, das können wir nur mal besprechen, wenn es dazu kommt, weil Sascha hat schon recht. Also es ist schon ja. gut, wenn wir den. Also wir gehen nochmal zurück zum Punkt. Ja, wir hatten das also Letzte, jetzt, was hier dann steht. Okay, er hat also kritisiert, dass diese Online-Aktionen also auch aus Amerika übernommen wurden, was also irgendwie gegen die Generation spricht. Verstehe ich jetzt auch das Problem nicht so ganz. Ja, ja, also, ich meine, woher kommt nochmal das identitäre Zeug? Aus Frankreich halt. Also das ist jetzt keine Wiener Erfindung sozusagen. Ich meine, aber Frankreich ist ja bestimmt wieder cool oder so. Okay, das verstehe ich jetzt nicht, weil warum sollte man nicht nur die Scheiße von da, sondern man könnte ja auch die geilen Sachen reinholen, ja? Eben, so übernimm, was funktioniert, so. Also gut, da würde er als Heideggerianer vielleicht wieder Probleme haben mit diesem Ausdruck. Aber das hat er ja auch kritisiert, dass es nicht funktioniert. Also zumindest auf dem politischen, auf der Ebene des Politischen ist das halt einfach der Anspruch, so. Man ist halt auf der Höhe der Zeit oder man verliert halt. Und was er eben noch geschrieben hat, wie gesagt, dass die Theoriebildung und die Gegenöffentlichkeit das Feld beherrschen und dass die junge Generation gar keinen Willen hat, sich in Bewegungen zu engagieren. Das haben wir jetzt eigentlich auch schon im Großen und Ganzen abgehandelt, weil es eben daran liegt, dass man sich diese Ausreden oder Gründe oder Argumente sucht, warum es denn nicht sinnvoll sei, sich in Bewegungen zu engagieren, wie es bei der IB war. Aber das ist ja das, was wir gerade eigentlich schon elaboriert haben. Ja, um ehrlich zu sein, würde ich das aber jetzt im Nachhinein nicht mehr so ganz unterschreiben, weil ich meine so, man guckt sich das mal an bei Studenten stehen auf und so weiter, wo halt auch wieder ganz viele junge Leute dabei waren. Schüler stehen auf hat er auch erwähnt, Studenten stehen auf hat er überhaupt unterschlagen, möchte ich auch sagen. Ja, und ich meine, das sind ja nicht auch Leute aus unserem Lager gewesen, die da hingegangen sind, ganz aktiv das nicht organisiert haben. Also das ist auch wieder eine sehr starke Verkürzung, das zu sagen. Das Problem ist halt, glaube ich, dass bei denen die Leute ausbleiben. Es ist nicht mal so, als gäbe es nicht diese straßenaktivistischen Bewegungen. Sie sind einfach nicht bei der IB. Und selbst da gab es ja lange genug Leute aus unserer Generation, die dorthin gegangen sind. Ja, eben, das ist ja auch so. Ja. Also aus unserer Generation auch Leute aktiv waren. Und das ist nämlich der nächste Punkt, wo ich jetzt drauf zu sprechen komme, weil das ist eigentlich so gefühlt der Hauptkernpunkt seiner Kritik. Er verweist nochmal auf den Funke-Artikel, Kritik von Rechtswitter und so weiter.
den die Leute hier, also ihr beiden wahrscheinlich gelesen habt. Ich weiß nicht, wie es mit dem Thema ist. Aber das ist eben, das ist ja schon wieder ein bisschen länger her. Wobei er da auch nicht nur falsche Sachen getroffen hat. Aber man muss halt eben auch dazu sagen, und das ist das, was ich ein bisschen auch an dieser Audioanalyse kritisieren muss, er bezieht es sehr stark auf diese Online-Geschichte, auf dieses Rechts-Twitter-Ding vor allem eben. Was er dann am Ende eben auch sagt, dass ihm das bewusst ist, dass das nur so eine, so, dass das Rechts-Twitter jetzt nicht so, nur ein kleiner Teil davon ist sozusagen. Aber er nimmt es eben so als Aushängeschild daher, ja, weil das halt existiert, weil da irgendwie so 200 Leute oder so, keine Ahnung, dummes Zeug im Internet schreiben, weißt. Ja, eben, also ich meine, Rechts-Twitter ist halt. Danach, wenn man danach geht, kann man halt auch irgendwie auf die, weiß ich nicht, die Generationen vor uns schimpfen, weil es mal eine Hangout-Szene gab auf YouTube oder so. Ja, und gerade Rechts-Twitter, also da hängt doch die gesamte Millennial-Blase. Das kommt noch dazu, eben. So, also, hallo, lieber Ad-Event-Manager Wien, warum sind Sie denn auf Rechts-Twitter? Also, das scheint doch nicht nur etwas zu sein, was du mal interessiert. Das muss man ihm auch dazu sagen. Rechts-Twitter ist halt dort, wo die Leute sich austoben. Ja, das ist ja jetzt nicht die politische Vernetzungsplattform. Das ist einfach nur, wo Leute shit posten. Eben. So, das ist, ich meine, halt, ich stimme Ihnen teilweise auch zu. Das ist genauso, als würde man jetzt kritisieren, ja, die IB geht dann in, weiß nicht, eine Kneipe. Ja. Und da wird dann über, weiß nicht, darüber geredet, was man für einen Fetisch bei Frauen hat und so weiter oder so. Oder okay. Also das, ja, also ich meine, gut, es ist ja bei Millennials so, dass solche sexualisierten Diskurse öfters vorkommen, wie man hört. Also und nicht mal auf einer ironischen Weise, wie es bei Suman auf der Fall ist, sondern ernst gemeint. Ja. Und dann würde ich kritisieren, ja, ihr seid doch in der Kneipe. Und da redet ihr nicht über Politik, da redet ihr nicht darüber, wie man jetzt, was weiß ich, Europa retten kann, sondern da macht ihr Zeugs, so was normale Menschen machen. Und es ist einfach so, im Internetzeitalter toben sich die Leute auch im Internet aus. Klar, logisch. Dass jetzt Rechts-Twitter nicht das Gesündeste ist, das stimmt. So. Ich bin ja auch ein Twitter-Hasser, wie gesagt, da stimme ich ja voll zu. Und man muss auch dazu sagen, Twitter, dass die Leute sich da nicht nur austoben, so die wenigsten Leute, sage ich mal, die man irgendwie aus politischen Zusammenhängen aus dem echten Leben kennt, sind auf Twitter. Und die meisten Leute auf Twitter sind nicht im echten Leben. Es gibt sicherlich Überschneidungsmengen und so weiter, aber ich wage mal zu behaupten, dass eben viele Leute da wirklich die Kritik von ihm dann erfüllen tatsächlich. Und das ist natürlich, da muss ich ihm, wie gesagt, auch wieder zustimmen. Da muss man sagen, das ist natürlich richtig, dass das schlecht ist, dass diese Leute vielleicht erstens mal nicht so cringe sein sollten, wie Sellner das beschrieben hat. So. Andererseits sind die Themen, über die da besprochen werden, finde ich es auch nicht so schlimm, wenn es darum geht, irgendwie wie viel mehr Eier man trinkt oder irgendwie wie Hodensonnen oder so. Ja gut, das mit dem Selbstprüfen wollten wir dann ja später machen. Eben, da wollen wir später machen. Ja. Aber andererseits eben kann man natürlich dann schon durchaus an die Leute appellieren, dass man irgendwie was, sicherlich was machen könnte, was denn politisch wäre, ja? Ja. Aber wie gesagt, das würde dann wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen, dass es nicht bei Ihnen ankäme, weil eben diese Generation. Das muss es ja nicht. Im Gegenteil. Ja, aber das ist ja der Unterton, der sozusagen durchkommt. Die Frage ist, glaube ich, bei dieser Audioanalyse weniger, warum machen junge Leute nichts? Weil das stimmt einfach nicht. So, es gibt genug Leute, die in allen möglichen Organisationen, Vereinen, sonstigen Sachen des rechten Vorfelds aktiv sind, die. Ja, geht's konkret auf die Bewegung. Bügel dich mal. Also das erste, was ja passieren würde, ist, wenn man diesen Leuten rät, macht was für Deutschland, dann würden die zur JA gehen. Aber dann würde es wieder heißen, das ist ja Parlamentspatriotismus. Ja, das würde das, weil die Leute würden dann natürlich auch wieder sehen. Und das nicht, weil sie jetzt unbedingt unseren Podcast gehört haben, so, da gibt es ja auch Differenzen, wie man jetzt uns einschätzen soll in der Szene, aber die würden, glaube ich, also die allermeisten Leute würden auch sagen, die IB ist tot, abgesehen von diesen paar lokalen Hotspots wie in Wien und so weiter, wir gehen jetzt in die Partei, also in die FPÖ oder in die AfD. Und das ist ja letztlich, und darauf werde ich später noch zurückkommen, weil ich glaube, es gibt einen ganz konkreten Grund, warum er diese Audioanalyse macht. Das ist ja auch passiert, zum Beispiel in Salzburg, wo quasi dann die gesamte IB in Ring freiheitlicher Jugend aufgegangen ist. Aber zurück zum Leitfaden. Zum Thema, ja. Was ich noch ergänzen wollte, wenn die identitäre Bewegung das Generationenprojekt der Millennials zum Beispiel war, und so groß war die jetzt auch nicht, dann kannst du mit, glaube ich, mit Fug und Recht durchaus irgendeine Organisation, die genauso viele Mitglieder oder was auch immer hat, als Generationenprojekt darstellen.
Ja, eben, also die dann vielleicht genau, weniger gesellschaftlichen Impact haben, mag sein, okay, aber... Das ist nochmal ein valider Punkt. So, also wie viele Leute waren wirklich im deutschsprachigen Bereich bei der IB? Also jetzt mal nicht insgesamt so über 10 Jahre verteilt, weil dann kommst du bestimmt auf 1.000-2.000 Leute oder sowas. Aber dann kann ich auch bei der AfD sagen, dass die insgesamt 100.000 Mitglieder oder so hat. Das bringt ja nichts. Ich meine jetzt so davon, in der Hochphase, davon dann so und so viele Zoomer sind. Ich würde sagen, dann, 500. Ergibt das Sinn? 500 vielleicht, 400. Also man hört immer mal wieder auch vielleicht 200 oder so. Es ist auf jeden Fall eine dreistellige Menge. Das heißt, es sind weniger Leute, als zum Beispiel in der JA aktiv sind. Und dann muss die JA hat auch diese Altersgrenze, von der wir ja vorhin schon gesprochen haben. Genau, ja, also das sind quasi auch, ich glaube, ich meine, die Grenze liegt bei 35, das ist jetzt nicht zwangsläufig Zoomer, aber trotzdem. Ja, und ich meine, die JA hat 2000 Mitglieder, so, und ich weiß halt nicht, wie viele Mitglieder der Ring Freiheitlicher Jugend hat, aber das müsste auch in den vierstelligen Bereich gehen, so. Also das ist, da muss man eben mal wieder auf den Boden der Tatsachen ein bisschen zurück. Eben, also Generationenprojekt, muss man sich eben auch die Frage stellen, wie repräsentativ ist das jetzt wirklich für die Generation? Also die meisten Millennials, die ich kenne, sind halt eher in Antifa-Strukturen sozusagen aktiv oder auf jeden Fall sehr weit links gerichtet. Gut, also da muss man halt wie gesagt sagen, dass er ja konkret auf diese Teilung der Bewegung sozusagen oder ja der Bewegung eben eingeht, also die Teilung der wie soll ich sagen des rechten Widerstands eingeht und eine Bewegung wie er denn die IB eben betrachtet als konkreten Teil dann sieht, der eben nicht erfüllt wird, weil das ist wie wenn du sagen würdest, okay, die Aktivitas von irgendwie den ganzen gesamten Burschenschaften oder so wäre dann jetzt das Generationenprojekt, aber das ist ja keine Bewegung in dem Sinne, also ja, ja, gut, da müssen wir aber wieder... Aber das ist halt auch wiederum so, das könnte man jetzt sagen, dass es so ist, aber dann sind wir wieder an dem Punkt, okay, aber warum brauchen wir das dann halt unbedingt? Ja, das ist halt so, man kann uns nicht vorwerfen, dass, ja, wie gesagt, dass es das nicht gibt, wenn es sinnvollere Aktivitäten sozusagen gibt. Mhm. Als Generationenprojekt zum Beispiel auch eben. Ja. Gut, dann ist er eingegangen auf altrechte Edginess, also auf dieses ideologische Role. Du bist jetzt noch ein bisschen zu weit, du hast jetzt quasi die Kritik an den Podcast-Projekten total ausgelassen, ja. Also, das hatten wir doch schon so ein bisschen durchgenommen, also hier so Apathie und kein Aktivismus, Theoriebildung gegen Öffentlichkeit nur mit unprofessionellen Podcasts oder organisatorischen Anspruch. Ja, genau, er hat es ja so erwähnt, es gibt Podcast-Projekte und die Discord-Server und so weiter haben, wo dann irgendwie das Doxing-Verbot als höchste Regel gilt, so, was jetzt nicht mehr so ist. Ich meine, natürlich ist es eine Regel, dass man irgendwie keine anderen Leute doxt, ja, sehr logisch, aber wenn jemand irgendwie Bock hat, da sein Gesicht zu zeigen, dann kann er das ja machen. Aber ich weiß auch gar nicht, warum es als schlecht ansieht, dass Doxing verboten ist. Findet er das jetzt geil, andere Rechte zu doxen? Schreibt er irgendwie in die Medienartikel? Ja, das natürlich nicht, ja. Das auf diesen Sorelianismus, der, wie es aussieht, gepflegt wird. Ja, also die einzige Tat, die möglich ist, um die Rechte irgendwie voranzubringen, ja, ist die, dass man sozusagen heroisch rausgeht und ein Banner hisst und dabei sich von 10 Antifa-Fotografen, ja, um es mal ein bisschen polemisch zu formulieren, das so zu machen. Das ist nämlich so das Ding, also dieses Doxing bedeutet ja, dass ich jetzt hergehe und sag, okay, Torben heißt Torben und weiß ich nicht, ja. Und Müller. Ja, genau. Vielleicht ist er Emanuel Neuer. Und wohnt in Elm Street, Albuquerque oder sowas. Ja, genau, ja. Halt, dann wohnt irgendwie in der Elm Street, ja. warum sollte man das halt machen? Weil es ist ja gut, dass das nicht gemacht wird, hä? Also das verstehe ich jetzt nicht. Und man muss auch dazu sagen, er hat ja eben, wie gesagt, von Podcasts gesprochen und dann irgendwie mit angeschlossenen Discord-Servern. Ich weiß jetzt nicht, ob er uns damit gemeint hat. Gut, dass wir einen Discord-Server 100%. Haben und einen Telegram-Kanal oder so. Ich meine, das läuft halt so nebenbei. Das ist ja aus auch, dem Sellner ja immer halt, mal wieder passiert, halt, muss man sagen, beim Telegram zumindest. Ja, das ist ja, wie soll ich sagen, das ist halt Community-Geschichte. Okay, gut, aber ja, ich meine, das haben wir später... Ja, die Frage ist auch, welchen organisatorischen Anspruch soll denn ein Podcast bitte haben? Ja, eben, das ist eben der Punkt. Also, ich weiß nicht, ob er wirklich uns damit gemeint hat oder ob er auch irgendwie, aber was soll er sonst gemeint haben, sagen wir es mal so. Insofern liebe Grüße an der Stelle, ja, nach Wien. Ich habe so das Gefühl teilweise, und es kommt auch so ein bisschen durch den DSF-Chat durch, ja, also im Telegram-Chat, dass die Leute so, glaube ich, so ein bisschen von uns erwarten, dass wir so eine Art organisatorischen Anspruch eben entwickeln oder so. Aber ich glaube, die haben nicht ganz das Konzept verstanden, ja. Mhm. Ich meine, okay, ich meine, damals mit dieser anderen Geschichte hat ja auch ein YouTuber das hervorgebracht. Aber da muss man eben auch dazu sagen, fällt mir gerade noch so ein, weil ich das anschneide,
ohne die Social Media Präsenz wäre ja die identitäre Bewegung auch nie so groß geworden. Ich meine, da muss man fairerweise dazu sagen, ich glaube ja, dass es sich so ein bisschen gegenseitig bedingt hat. Sie wurden durch die Aktionen groß und konnten dann eben über Social Media und so weiter Einfluss nehmen ein Stück weit. Das ist eher so meine Theorie, weil das eine identitäre, also das Banner hängen hat wahrscheinlich weniger gebracht, als dass ein Sellner in irgendwelchen Talkshows drinnen saß, ja? Und da hat halt auch eben so eine Führungsperson aufgenommen hat, ins Netz gestellt hat auf Martin Sellners YouTube Kanal. Also das ist auch wieder eine Sache. Das ist halt auch so ein Ding, ja. So. Und man sieht ja, wie gut es läuft, ohne jetzt wieder Leuten auf die Füße treten zu wollen, seitdem der YouTube-Account weg ist. Ja, auf der anderen Seite, jetzt nochmal von wegen Führungsanspruch oder und Podcast. Mein Höcke hat auch nicht mit Podcast angefangen. Also ja, es ist ja komplett getrennt. Es gibt ja einen Grund, warum wir uns hierfür entschieden haben und nicht die eBay2 aufzumachen. Ja, oder in die Partei zu gehen oder so. War ja auch in dem Fall, in unserem Fall war das ja auch noch eine Marktlücke, muss man dazu sagen. Ich meine, IB2 gründen wäre auch wahrscheinlich, wäre vielleicht eine Marktlücke gewesen, weiß ich jetzt nicht, aber das war ja auch eine Parteilücke, eine Marktlücke so gesehen, ja. Insofern, abgesehen davon, wir sind drei Leute, also, und wir sind ja auch nicht hauptberufliche Podcaster, die nichts anderes machen können, ja. Das verstehe ich jetzt auch nicht das Problem so ganz. Ja, wir dachten uns halt, das ist komplementär zu allem, was schon existiert. Wir können vielleicht da unter die, also wir können ein bisschen unterstützen. Und klar, dadurch, dass wir eben dieser Generation angehören und dass auch ein großer Teil unserer Zuhörer dieser Generation angehören, sind wir halt, wie gesagt, so ein bisschen das Sprachrohr und wahrscheinlich dann auch so ein bisschen in die Pflicht genommen, werden wir dann da so ein bisschen in die Pflicht genommen, auch wenn ich da jetzt nicht so scharf drauf bin, ehrlich gesagt, in dieser Hinsicht zumindest. Und deswegen, wie gesagt, geht, weil er hat so wie er das in dieser Audioanalyse gesagt hat, so hat er das konkret angesprochen. Ja, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ja. Bezüglich da habe ich mich schon sehr angesprochen gefühlt. Dieser Geschichte von wegen... Hast dich getriggert gefühlt, ja. Wie er sagt, ja. Ich habe das Fremdwort, Tom, das du erwähnt hattest, bezüglich dieser Attitüde, dass man dadurch quasi einmal durch diese ganze Doxing-Hölle gehen muss, damit es quasi einen Sinn hat. Da gab es ja auch schon davor einige periphere, komische, so NW-mäßige Projekte, kann man sagen, wo die Tugend war, nein, wir werden uns nicht auflösen, nein, wir werden das weitermachen, selbst wenn wir davor stehen, irgendwie vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden oder dann verboten zu werden und all sowas. Als gäbe es quasi so eine Story-Mission, die durchlaufen werden müsste. Und man kriegt das nicht hin, wenn man jetzt quasi einfach den Weg nimmt, das aufzulösen, um sich dann irgendwie neu zu formieren oder was auch immer zu machen. Also kenne ich jetzt nichts, aber gut. Ja, da gab es halt irgendwelche komischen, so satanistischen Geschichten auch in Niedersachsen, die so gedacht haben. Okay, interessant. Ich möchte auch gar nichts mit zu tun, aber ehrlich gesagt, witzigerweise, weil du Satanismus ansprichst, einer meinte so, wir sollen mal eine Folge über Satanismus machen. Ist jetzt natürlich ist schlecht. Okay, haben wir es jetzt bearbeitet? Haben wir es jetzt behandelt? So. Ja. Nee, also als nächstes hat er ja angeführt, weil ich meine, das mit den Projekten hatte ich ja schon angesprochen, dass diese Edginess, und da gäbe es angeblich einen ideologischen Rollback zur alten Rechten, und da muss ich sagen, also, den gibt's einfach nicht so. Also, es ist... Ich möchte nicht unterbrechen. Naja, also, was es gibt, ist, dass es eine kritische, sagen wir mal, Neubewertung der Punkte gibt, die die neue Rechte dachte, sich mit absetzen zu müssen von der alten Rechten, die aber so in den vorherigen Generationen der Rechten, die auch nicht, also nationalsozialistisch oder neonationalsozialistisch waren, sag ich mal, auch so nicht vertreten worden sind. Ja, also Armin Mohler schreibt ja zum Beispiel darüber, über die konservative Revolution zum Beispiel, dass deren gemeinsames Bekenntnis wäre das Bekenntnis zu Großdeutschland gewesen. Also die waren ja, wie es aussieht, Nationalisten zum einen, was ja bei der IB auch sehr stark kritisiert worden ist. Und die haben dann auch nicht diesen Pan-Europa-Gedanken in dieser Art und Weise geteilt. Und bevor jetzt jemand mit Edgar Julius Jung kommt, irgendein Schlauberger, Edgar Julius Jung ist immer noch davon ausgegangen, dass sozusagen dieser europäische Zusammenschluss unter deutscher Führung stattfindet, ja, wie im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen, nicht einfach so, alle Nationen schließen sich auf was auch immer für eine Grundlage zusammen, haben dann irgendwie, weiß ich nicht, so, vertragen sich dann für immer oder sowas, sondern nein, da war es halt der deutsche Hegemon, der das ordnet. Ja, also, und das ist halt genau so eine Sache, diese ideologische Rollback. Ich meine, teilweise kann es den eben nicht geben, weil ja viele Leute aus dieser Generation selber so ideologisch sind, zum einen, das ist jetzt mein Take dazu, ja, und zum anderen
mein Take it weiter, hat's ja vielleicht den Grund, warum dieser ideologische Rollback stattfindet oder mutmaßlich oder was auch immer stattfindet. Ja, also. Ja, das ist einfach, weil die neue Rechte in den letzten 10 Jahren einfach, obwohl man muss ja sagen, es geht weiter zurück, es geht wie bei vielen Sachen zurück zu Henning Eichberg und seiner komischen Truppe, die haben einfach massiv linke Narrative übernommen. Und dazu kam dann eben noch, dass eben, also wie Befreiungsnationalismus, ja, so ein Dreck, also dass man halt irgendwie jetzt für das Lebensrecht der Basken oder sowas kämpfen muss, so, und dass Deutschland halt quasi irgendwie wie so die Basken so eine unterdrückte Nation wäre und bla bla bla. Oder halt, dass man sich mit, wie man es heute so schön ausdrückt, sozialbiologischen Tatsachen gar nicht mehr auseinandersetzen wollte. Auch, dass man irgendwie das Christentum vollkommen verworfen hat. So, gut, es ist auch eine NW-Erscheinung, aber es taucht ja auch wieder bei Benoit auf und so weiter. Alles solche Sachen. Und auch, dass man eben versucht hat, weil eben entweder die Leute, was ja zum Beispiel Pönsken auch in einem Artikel Konflikt festgestellt hat, entweder selbst aus dem NW kamen und jetzt irgendwie sich gut verkaufen mussten, dass sie keine Neonazis mehr sind, oder weil es einfach Millennials waren, die halt diese Kulturindustrie völlig abbekommen haben, dann irgendwie wieder ein Fundament aufbauen musste, wie kann man recht sein, ohne Skin zu sein. Und das ist einfach für die Generation, die letztlich über 2015 politisiert worden ist, die eigentlich so einen kompletten Ausnahmezustand seit 7 Jahren hat, am Stück, mit allen möglichen Krisen, die aufeinander einpurzeln, ist das einfach nicht mehr tragbar, also entweder halt so neu aufgewärmte linke Thesen, aber diesmal von rechts zu haben, völlig unhistorische Weltanschauungen weiterzutragen oder halt diese Ersatzideologie, ja, weil man durfte ja. Es ist halt so ein bisschen, wie die Linken immer gesagt haben, man versteckt sozusagen sein Ausländer hinter dem Remigration, ja. Man intellektualisiert dann so ein bisschen alles und schwurbelt so ein bisschen rum, ja. Ja, es geht ja nicht nur um so die Intellektualisierung oder darum, dass man bestimmte rechte Themen oder Thesen neu aufsetzt, sondern dass diese Sachen einfach nicht Hand und Fuß hatten. Darum geht's ja eher. Also das ganze Ethnopluralismus-Zeug und so weiter, das ist halt letztlich Mist, das kann man vergessen. Also und auch diese gesamte Theoriearbeit, die sich dann an den obskursten Autoren, entweder nationalbolschewistischer Provenienz, an Dugin, an Benoit und so weiter abgearbeitet hat, die Leute haben irgendwie vergessen oder wollten das einfach nicht wahrhaben, dass wir eine 200-jährige rechte Tradition in Deutschland haben mit so allen möglichen Denkschulen. Ja, klar. Da muss man sich nicht auf Ernst Nikel, Dugin und Benoit einengen. So, und das ist jetzt halt, was bei den Subert passiert, dass sozusagen jetzt mal konsequent Sachen zu Ende gedacht werden, was eben vorher nicht passiert ist. Und dass man jetzt auch nicht mehr diese Umwege und diese Berührungsängste haben muss. Was man davon trennen muss, ist halt, dass dieser edgy Humor, ja? Klar, aber gut, das ist ja das Thema seit immer, wo man dann immer auch sagen muss, so, ihr seid die hippe rechte Jugendbewegung, gleichzeitig wollt ihr keinen Spaß haben. So, es ist auch wieder die Frage, welches Angebot wollt ihr denn überhaupt geben, so, aber, so als marginalisierte Minderheit, die sich in einem ständigen politischen Kampf befindet, kann es auch mal sein, dass jemand da mal in der Form eines Witzes etwas Härteres anspricht. Ja. So, das heißt aber nicht, dass sie jetzt irgendwie wieder, dass das jetzt irgendwie altrechts wäre im Sinne von, das sind jetzt hier alles Hitleristen oder so. Ja, also ich meine, die Leute beschweren sich auf der einen Seite, dass die Jugend irgendwie voll mit Libertären wäre, auf der anderen Seite sollen das dann wieder Nazis sein, so. Also das fasst ja auch zwei Seiten derselben Medaille, ja. Genau, es sind zwei Seiten derselben Medaille. Alles, was ich nicht mag, ist was auch immer, ja. Also das ist einfach... Das ist ja der evolianische Take auf Kapitalismus und Kommunismus. Ich drehe den Spieß jetzt um. Aber was wollte ich eigentlich noch sagen? Und zwar, ich glaube ja auch ein Stück weit... Teilweise mag das sicherlich auch ernst gemeint gewesen sein, aber dass die IB-Ideologie, sage ich jetzt einfach mal, so ein bisschen natürlich aus dieser Not, oder wie du hast ja schon angesprochen, dass man eben nicht so sein will wie die früher, aus dieser Not entstanden ist, dass man eben so eine Art, wie soll ich sagen, sich so ein Konstrukt der Verfassungskonformität aufbauen muss. Was natürlich das ist wiederum eine andere Frage, weil ich meine, es gibt ja durchaus. Was ja nicht mal geklappt hat. Nicht mal seit 1949, sondern letztlich seit 1918 die Frage, wie geht man jetzt mit der Moderne um auf der Rechten?
wie geht man auch mit einem demokratisch organisierten Verfassungsstaat um? Das hat sich aber in vielen Formen völlig anders ausgedrückt von der Art und Weise, wie es mit den Millennials passiert ist. Was ich eher genauer meine, ist, dass man eben so Sachen hatte, wie zum Beispiel diese Sticker so 0% rassistisch, 100% identitär. Was letztlich völlig einfach ein linkes Schlagwort übernommen hat, was völlig schwachsinnig ist, obwohl man eigentlich schon damals hätte wissen müssen, die meinen mit Rassismus auch uns. Also das ist doch völlig schwachsinnig. Ja gut, die wollten ja damit sagen, dann das zweite Element, auch dieser komische popkulturelle Ansatz, ja. Also, und ich meine das jetzt nicht im Sinne von, man darf Popkultur nicht benutzen, aber dieses völlig peinliche, zum Beispiel dieses 300-Ding, ja. Also dieses Ahu, dieses Spatiaten, was ja laut Augenzeugenberichten dann auch auswirkt in den IB-Lagern, dass man sich dann irgendwie nach griechischen Stämmen in den Arbeitsgruppen umbenennen soll und so weiter. Also das ist auch wieder eine längere Geschichte, weil es diesen antike Fetisch auch schon bei Benoit gibt, muss man dazu sagen, aber dass dieses komische so, da gibt's also diesen, ja, letztlich Splatterfilm so, der jetzt keinen großen intellektuellen Anspruch hat und da steht also dann... genau mein Ding. Ja, eigentlich genau dein Ding, aber es ist halt auf komische Millennial-Art und Weise und obwohl der Film eigentlich so hyperrassistisch ist, ist man dann aber wieder antirassistisch so, also und dann stehen die halbnackten Spartiaten da und keine Ahnung, also das sind immer ganz komische Geschichten so und dass da vielleicht auch, also wie gesagt, das ist nur ein Punkt, ja, aber dass das vielleicht so ein Film, der 2006 rausgekommen ist, jetzt nicht mehr die Ästhetik oder auch die Weltanschauung der Leute dominiert, die ab 2015 politisch geworden sind. Genau, wir sind jetzt American Psycho Pilz sozusagen. Ja, jetzt ist halt American Psycho oder was auch immer, der die politische Ästhetik prägt. Aber das ist einfach eine Entwicklung so und das ist vielleicht auch wieder diese, ja, also dass man halt einer bestimmten Generation angehört und einfach die jungen Leute dann nicht mehr versteht. So, weil eben 2012 war halt 300 lustig, weil da konnte man edgy sein, wenn man sagt so, aha, die Schwarzen, die kämpfen für Europa und die bringen die Originalen um oder was auch immer und verteidigen ihre Heimat. Und heute sind halt eben andere Sachen lustig. Also das ist dann eben wieder dieses Unverständnis, was da durchkommt. Ja gut, okay. Und altrechter Rollback, das haben wir jetzt glaube ich so ein bisschen abgehackt. Haben wir sowieso ein paar Punkte übersprungen hier, weil du hast ja extra notiert, dass diese Generation, die neue Generation, unsere Generation, keine Andacht mehr hätte. Genau, da würde ich mich eben auch fragen, also ich kann aus dem Kopf so ein fast schon Dutzend Personen aufzählen, die sich in meiner Generation blutjunge Typen wieder in Kirchen begeben haben, so, also die aktiv wieder in Glaubensgemeinschaften eingetreten sind. Währenddessen man da von den Millennials eher sehr wenig sieht. Also was ist da mit Andacht gemeint? Ist mit Andacht gemeint? Ja, damit war so gemeint eher Richtung, ja, es ist alles so unernsthaft, ja. Also das alles so. Ja, aber was heißt unernsthaft? Ironie, dass die Ironie, der Zynismus und so weiter alles überschattet, ja, und alle Ernsthaftigkeiten im Keim erstickt sozusagen. Ja, zumindest auf Rechtshüter bezogen eine gewisse Wahrheit auch enthält, aber das kann man jetzt nicht, das ist ja absolut nicht generationell, meiner Meinung nach. Ja. Ich meine, okay, es ist vielleicht ein Stück weit. Generationell, aber die Leute verstehen das halt falsch. Genau, das meine ich ja. Es ist generationell also, so, aber. Es ist ja so, wenn man sich mal mit Leuten auseinandergesetzt hat, vielleicht auch in der eigenen Familiengeschichte, in Deutschland waren ja die letzten 100 Jahre so ein bisschen turbulent, könnte man sagen, dann sind die Leute, die alt geworden sind, meistens auch diejenigen gewesen, die ihren Humor behalten haben. Obwohl sie irgendwo in Lagern verendet sind oder halt an der Front ein Bein verloren haben oder sonst was oder ihr Konzept, wie Deutschland aussehen sollte, völlig zusammengebrochen ist. Gut, das ist natürlich so ein bisschen Zoomer-Humor. Das wäre wieder der Punkt, wie Generationen, die sich gegenseitig nicht verstehen. So wie wir den Super- und die Boomer-Humor halt irgendwie so. Ja, aber ich meine, die Leute. Aber das ist ja eigentlich was anderes, was ich meine, dass dieses alles ins Lächerliche ziehen, dieses Destruktive, so ein Rechtshüter-Phänomen teilweise ist. Auch glaube ich, ich meine, ich bin jetzt nicht auf Rechtshüter, aber dass es da teilweise eben so ist, das stimmt schon, ja, aber ich glaube nicht, dass man das jetzt sagen kann auf unsere ganze Generation bezogen. Ja, dass, eben. Dass die es Leute, zwar diesen Humor gibt, die Leute, ja, die halt aber der ist meiner Meinung nach nicht zwangsläufig so destruktiv.
Die wenn er Leute, die dazu benutzt, die sowieso unabhängig davon irgendwie... Die Leute machen, die halt das machen und die trotzdem in unserer Szene aktiv sind, die gehen ja trotzdem, sag ich mal, ihrer Arbeit nach und nicht nur ihrem Broterwerb, sondern auch der politischen Arbeit. Und da ist es dann halt nicht schlimm, wenn man dann sagt, ja, was weiß ich, so die üblichen Sachen halt so. Da ist halt der zynische Humor oder was auch immer, die Ironie, stört dann nicht, dass man trotzdem Projekte aufbaut. Sonst gäbe es uns zum Beispiel nicht und wir sind jetzt halt keine Eintagsfliege, sondern ja, das ist jetzt hier Folge 81 oder sowas plus X so. Also das ist... Ja, man muss halt auch dazu sagen, klar, wir haben einen gewissen Humor, aber wir haben halt, wir versuchen ja so ein bisschen den Spagat zu machen zwischen Lustigkeit, die keine Grenzen kennt oder so, ja, wie Dirk Bach sagen würde, und so einer Folge wie jetzt. Ja, also das ist, glaube ich, wieder so ein Punkt, wo halt einfach vielleicht der Kontakt fehlt, so, wo halt, wie gesagt, bei der Neuen Rechten hat man sich lange darauf eingebildet, dass man letztlich der Nabel der Welt ist, zumindest was die deutsche rechte politische Szene angeht, weil der NW halt tot war und die AfD halt immer so komisch vor sich hingewabert ist. Aber da ist halt so eine Unkenntnis dabei, was mit bestimmten Sachen überhaupt bezweckt werden soll, warum bestimmte Sachen so sind, wie sie sind und warum sich Leute so verhalten, wie sie verhalten. Ja, so ein Sellner sieht dann nur, Mensch, die Leute machen Witze, die gefallen mir nicht. Und deshalb sind die jetzt politisch völlig untätig. Und wie gesagt, also ja, das stimmt vielleicht für Teile von Rechts-Twitter. Auf der anderen Seite, so hast du ja auch schon mehrmals gesagt, also Rechts-Twitter ist halt nicht repräsentativ so. Also, jetzt möchte ich mal kurz einwerfen. Alfred sagt, er hat keine Zeit und schreibt jetzt gerade auf Discord. Ja, dass er keine Zeit hat. Ich werde jetzt reingrätschen, das kurz anmerken, bezüglich der Zynismus oder der fehlenden Andacht oder Ernsthaftigkeit. Wenn man in einer deutschen Großstadt heutzutage, ja, ob es jetzt Frankfurt oder Hamburg, Hannover, ja, München oder halt Berlin ist, was auch immer, wenn man bei den meisten jungen Leuten ja dann doch der Fall ist, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt oder einfach in der Öffentlichkeit ist und nicht in dem im Keller eingesperrt ist. Wenn man existiert sozusagen. Ja, wenn man in die Schule geht oder arbeitet oder zur Uni geht, egal wie, kommt man ja andauernd immer mit genau dem Gegenteil von dem, was man eigentlich will, was man gut findet, in Kontakt. Man ist aus der Perspektive vieler Leute, und auch ich habe das sehr oft, sehr lange und immer noch so empfunden, beziehungsweise empfinde es so, dass man die ganze Zeit letztendlich eine gewisse Wut, Zorn oder Ekel, wie auch immer, eine Kombination aus all den Dingen beschreibt. Und man kann sich dann natürlich so komplett hinein vertiefen und dann irgendwie daran zugrunde gehen. Sozusagen so oder die Blackpills schlucken, ja, bis man dann irgendwie eine Überdosis kriegt sozusagen, ja. So, aber es gibt ja, also letztendlich solche Situationen müssen mit Humor genommen werden. Also es gibt ja auch einen Weg, wie jetzt zum Beispiel Bestatter damit umgehen, dass sie dann zum Beispiel auch Kinder bestatten. Das nennt sich dann halt vielleicht Apathie, ja, oder so. Die sind dann komplett. Ja, oder halt Galgenhumor. Richtig. Ja. Und es gibt ja einen Grund, diese ganze Thematik natürlich schon extrem stark gealtert, aber Clown World halt existierte, weil es halt so absurd ist, dass man es kaum mehr ernst nehmen kann, wenn man einfach eine konträre Position... Das ist ja der Punkt, je ernster man es nimmt, desto mehr Zynismus würde ja eigentlich darauf folgen. Und da muss man auch dazu sagen, was ich noch sagen wollte, das ist jetzt quasi wieder der Live-Coaching-Aspekt unseres Podcasts, ich stimme auch ein Stück weit zu, dass dieses permanente sich gegenseitig so irgendwie runterziehen absolut schädlich ist, ja. Das ist also... Absolut. Also man sollte nicht immer so schreiben, ja, es ist over, weil irgendwie hier, ich teile jetzt wieder mal ein Bild von Frau und irgendwie Mann oder so und schreibe alles so schlimm und so. Da sollte man nach Möglichkeit einfach aus seinem Bewusstsein tilgen, ja. Aber das geht halt nicht, wenn man existiert, wie gesagt, und wenn man sein Haus verlässt. Ja, ja. Man soll es nicht noch zwangsläufig so kultivieren und potenzieren. Ist halt auch, dass das halt nichts Generationsspezifisches ist, ja. Das ist das einfach eine Sache, die auftritt, wenn halt Umbrüche wie heute stattfinden. Also ich meine, Sellner ist ja auch ein belesener Herr. Da kann er sich mal zum Beispiel die privaten Tagebücher von Oswald Spengler rausholen, er ist ja Autor, und dann mal gucken, wie der verzweifelt daran, dass er letztlich erlebt, wie dieses alte Deutschland der Bildung, der Belesenheit, der sozusagen dieser höfischen Kultur und so weiter, des Bildungsbürgertums untergeht, und was kommt an den Platz?
Großstadt Köbel Fußballstadion. Und der, wie er dort zugrunde geht daran letztlich. Aber das hat ihn nicht davon abgehalten, so quasi der einflussreichste deutsche Philosoph der Zwischenkriegszeit zu werden. Das sind zwei getrennte Ebenen. So, wie geht man damit um? Ja, neudeutscher Begriff Coping sozusagen, aber nicht im Sinne von, ich mache das jetzt nur, um mir die Augen zu schließen. Wie geht man damit um? Ja, wie geht man einfach, die ursprüngliche Bedeutung von Coping, wie geht man mit einer Lage um, um sich trotzdem aktionsfähig zu halten? Aber da muss man dann eben sagen, wie gesagt, das ist ein Generationenphänomen. Also zumindest in Bezug auf die Sichtweise von Sellner. Man muss dann auch dazu sagen, dass es ja immer schlechter auch wird. Ja, so ist es ja nun nicht. Es ist eben kein Generationenphänomen im Sinne von, das machen nur Zoomer. Da wird wahrscheinlich ein Thorsten Waldstein oder auch ein Kubitschek oder sowas, wenn man sich mal die Äußerungen von dort anhört, die verzweifeln ja genauso an den jetzigen Umständen. Aber die Herangehensweise ist, glaube ich, sehr millennialhaft, dass man das nicht versteht. Weil auch, glaube ich, das Leitbild dieser Generation völlig anderes ist, was halt vielleicht auch dadurch, ich kenne ja einige Millennials, die auch so politisch aktiv sind, und da scheint es immer so durch, so das Leitbild, was die von ihren Eltern, also den echten Boomern, im Gegensatz zu wahrscheinlich unseren Eltern mehr oder weniger, die eher Gen Xer sind im Großen und Ganzen. Das ist ja sowieso so, dass die Boomer-Generation, das ist immer falsch verwendet wird. Aber die haben, glaube ich, mitbekommen, so ihre Kultur so 2005, 2010 war so yuppiehaft, so hippie-mäßig. So, ja, da treffen sich dann 10 Leute am See, die rauchen dann Gras und die haben alle Sex miteinander und dann ist dann noch das Sommerwunder, ja, so, also. Ist das mit dem Grasrauchen und so nicht eher so das Boomer-Ding, ja, so 69er-mäßig? Ja, das ist aber auch, da habe ich auch mal mit ein paar Millennials drüber gesprochen. Das scheint bei denen irgendwie so sehr verbreitet zu sein, nicht nur, dass das, also so Millennials, die auch ein recht strukturativ sind, machen, sondern auch, dass das so, dass das Bild vom echten Leben ist quasi so entspannt irgendwo, ein Sterni aufmachen, Gras rauchen und dann halt eine Gruppensexparty haben sozusagen. Und wenn da dann jemand... Das ist ja auch wiederum sehr schnell roter Pilt, weil da haben ja auch manchmal Käfer. Gut, ja. Aber auf jeden Fall, da ist vielleicht dann dieses Zoomerhafte, wo man dann sagt, ja okay, die Welt, die wir jetzt erleben, ist vielleicht nicht so rosig, wie sie dann, weiß nicht, 2008 war, als ich meinen Matura gemacht habe und dann einen fetten Dübel geraucht habe vom Gymnasium. Das ist dann eben nochmal eine andere Lebenswelt und das verstehen die Millennials zum Teil eben nicht. Ja, und versteht uns nicht falsch. Einige unserer besten Freunde sind Millennials. Ja, also nein. Bin ich Generationist, mein bester Freund ist Millennial. Also das kann ja gar nicht generationistisch sein. Ja, genau. Also ich meine, ich hab die identitäre Bewegung neu gegründet. Millennial Feind? Naja, okay, das hat jetzt keiner verstanden, aber. Ja, ja. Man sollte das auch immer, ich meine, das werden jetzt viele Leute wieder in den falschen Hals bekommen. Das ist einfach nur der Eindruck, den ich von dieser Generation habe. Das sage ich mal, macht ja deren Erfahrungen oder auch deren Ergebnisse, die sie geleistet haben, ja nicht schlechter. Aber es ist einfach das, was immer wieder durchscheint, was, glaube ich, ja, auch. Wir müssen uns ja nur verteidigen hier erstmal, ja. Ja, eben. Also, wir haben ja schon von vornherein klar gemacht, dass die identitäre Bewegung eben einen gewissen positiven Einfluss auf jeden Fall hatte, ja. Also, ja. Aber natürlich, die Kritik liegt natürlich in der Natur der Sache dieser Folge. Sonst, wenn wir sagen würden, Sellner hat mit allem recht, dann müssten wir das jetzt nicht aufnehmen. Ja gut, es gibt Podcast-Projekte, die genau das machen. Also da, wo dann immer nur ein Autor eingeladen wird und dann gesagt, ist ja sehr interessant, was Sie da sagen. Und deswegen laden wir die Leute ja nicht ein, sondern beleidigen sie aus sicherer Entfernung raus. Ist ja auch ein Punkt, was Sellner kritisiert hat, dass man quasi niemals rausgeht, um dann irgendwie sein Weltbild zu verteidigen, auch in Bezug auf diese altrechte Edge. Das ist so, ich meine, okay, also ja, ich weiß ich nicht, man ist halt nicht Ursula Haferbeck, ja, keine Ahnung. Also ich habe schon genügend Amnesty-Unterschriftensammlern das Endwort entgegengebracht. Oh, okay, das ist natürlich das ist ein sehr spezieller Kritikpunkt. Ich glaube auch, weil Rechtstwitter bei den Millennials so mietfrei im Kopf wohnt. Das ist nämlich das Nächste, was du vorhin angesprochen hast. Der große Teil, da sind ja Millennials und so weiter. Gerade die Leute, die sozusagen, also ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber das hatten wir ja jüngst erst wieder im Gespräch. Gerade die Leute, die unsere Generation oder wie auch immer so als so internetverseucht und so weiter kritisieren, sind diejenigen, die irgendwie so gefühlt nur auf rechts wieder rumhängen, schauen, wer da irgendwie was liked und so weiter und da so vollkommen drauf abgehen, weißt du? Und dann großen Stunk machen, ja, das ist halt auch wieder das Ganze, dass sozusagen den Zoomern immer vorgeworfen wird, sie werden so internetverseucht und in Wirklichkeit ist man das selber und meistens sogar mehr. Also, weil eben, wie gesagt, also ich glaube, die Hälfte der Kritikpunkte, die hier angebracht
worden sind, würden halt nicht existieren, wenn halt nicht irgendein User, der Zellner hinterm Schloss auch folgen konnte, nicht das irgendwie gequote-tweetet hat und dann gesagt hat, ja, halt's Maul oder sowas oder Mist ein Spaß oder was auch immer. Ja. Dann wäre diese Analyse so nicht entstanden, obwohl es ja noch einen anderen Grund gibt, den kann ich vielleicht zum Ende nennen oder so als kleinen Cliffhanger, aber das dann später. Dann gehen wir mal auf den nächsten Punkt, weil nämlich ja auch angesprochen wurde, ich habe es vorhin schon angeschnitten, die Lebenshilfe hat er so gesagt, die boomt, ja. Also das eine, was halt noch nicht gekommen ist, ist Radikalisierung, weil man keine Konsequenzen hat. Ja, das kommt ja noch in zwei Punkten dann, ja. Also wir machen das ja chronologisch, ja. Und er hat nämlich das angesprochen. Nee, warte mal, dass, so bei dir kommt es doch nach der Edginess so. Nee, Junge, also. Ich habe doch gerade den. Nee. Wieso echt? Doch, wir haben doch wieder Punkte ausgelassen sonst. Die Lebenshilfe boomt. Gut, okay, dann hat er das mit dem unprofessionellen Podcast ohne organisatorischen Anspruch hat er eben schon angesprochen. Und das ist eben die aufgebauten Projekte, die es gäbe, seien eben Leute einer anderen Generation. Also er hat Junge Europa und die Kehre angesprochen. Wobei man da fairerweise sagen muss, wo haben die einen organisatorischen Anspruch? Das ist halt so, es ist halt auch nur ein Verlag und irgendwie ein Magazin, ja. Das ist wie wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, das Arcadi-Magazin hat's gegeben oder so, ja. Hast du nicht die letzte Aktion von den Kerlern gesehen? Ich möchte mich nicht mit der Kehre beschäftigen. Das ist ein anderes Fass, das wir jetzt nicht aufmachen. Aber das ist so der Punkt, ja. Also, dass die Lebenshilfe boomt und die Apathie kein Aktivismus, ja. Gut, Apathie ist aber auch ein Problem. Ich kann mich daran erinnern, es gab früher mal ein Video, das hieß, unser Hauptproblem heißt Apathie, ja. Also, und das war auch weit vor, also was heißt weit, das war auch vor 10 Jahren oder so, ja. Also, das ist auch kein Generationenproblem. Ja. So. Es ist vielleicht ein Problem in der rechten Generation sozusagen, aber halt so alles in allem, ne, eigentlich nicht. Also, es ist halt ein Problem der Gesamtgesellschaft, weil wir immer mehr fehlerisieren. Ja. Weil die Leute einfach sich nicht mehr interessieren für die Themen, die halt die Gesellschaft bestimmen. Und das mit der Lebenshilfe, gut, also an Sellner behauptet ja, das habe ich glaube ich in einem späteren Punkt auch aufgeschrieben, dass die praktisch schon die Weisheit mit dem Löffel in der Hinsicht gefressen haben, so die haben das alles nebenbei gemacht, so weiß ich nicht, ja. Sie wussten, wie man sich anzieht und wie man irgendwie sich die Hoden sondert, was man essen soll und wie man irgendwie eine Freundin kriegt, ja. Also das sind ja so seine Hauptkritikpunkte. Und das relativiert er wieder, weil er sagt, das sind verschiedene Umstände. Und da muss man dann eben sagen, ja, okay, warum hast du das dann angebracht? Ja, weil das widerlegt sich ja von selbst. Die Kritik würde ja nur passen, wenn man sagen würde, die Umstände sind gleich geblieben, aber die machen das anders und zwar schlechter als wir. Aber wenn wir halt sagen, es gibt halt dieses Incel-Phänomen irgendwie, und zwar stärker als vor einer Generation, es gibt dieses Problem der Vaterlosigkeit, es gibt diese Probleme, dass halt der Geschlechterdiskurs vergiftet ist von linker Seite, und auch natürlich die Möglichkeit, sage ich mal, also man kennt so gesehen ja ist das auch. Ja praktisch auch nur die Antwort auf unsere Zeit, ja, wenn man so will. Ja, ja, man muss auch dazu sagen, gerade da ist man wieder dabei, das Internet eben wieder so ein spezieller Ort, weil wer natürlich Probleme im echten Leben sozusagen hat, zieht sich natürlich ins Internet zurück und dann ist klar, dass das da vermehrt eben auftritt, ein Stück weit. Ja, ja. Wo wir wieder dabei sind, dass das eben nicht repräsentativ ist. Die IB von vor 10 Jahren ist noch einer Gesellschaft entgegengetreten, die ein ganzes Stück gesünder war als die heutige. Was nicht unbedingt an den Millennials liegt, weil die Millennials sind ein Grund dafür, warum die Gesellschaft heute weniger gesund ist, als sie vor 10 Jahren war. Weil diese Leute ja auch mehr Einfluss haben jetzt als von vor 10 Jahren. Ja, wir haben ja jetzt Millennial Occupied Government. Ja, das kommt ja bald, Mock, also das kündigt sich ja gerade an. Aber auf jeden Fall ist es eben so, dass natürlich die Rechte auf Fragen der Zeit eingehen muss. Also wenn man eben sagt, so auf der einen Seite sagt, ja, man muss jetzt die 68er kopieren, weil das sozusagen der Modus operandi wäre, Metapolitik zu betreiben nach dem Zweiten Weltkrieg in diesen Gesellschaftsformen, dann muss man eben auch sagen, ja gut, Selbsthilfe ist dann aber auch reagieren auf die Zeit. Ja, vor allem, das ist ja das Nächste. So, es wird irgendwie, werden so Projekte gelobt, die sich so mit rechten Ökologismus oder wie auch immer auseinandersetzen. Ja, aber wenn du sagst, ja, tragt mal lieber kein Polyester, sondern Baumwolle oder irgendwie natürliche Stoffe, dann weil wir irgendwie Mikroplastik im Blut haben, dann bist du auch wieder der Depp, oder wie? Ja, oder generell, also, ja, eben die Frage der Relevanz wieder. Also, es gibt ja in der neuen Rechten ein ausgeprägtes Phänomen Rand. Erscheinungen, die letztlich weder für die Tagespolitik noch für die größeren Phänomene in der Welt wirklich relevant sind, halt in den Vordergrund zu stellen, weil man das eben von der Linken kopiert hat und jetzt irgendwelche Räume besetzen will. Also geistige Räume, nicht nur Räume von Unis oder
großen Gebäuden, wo man raufklettern kann. Aber auf der anderen Seite die Sachen, die halt von Tag zu Tag Leute beschäftigen, dann einfach ausklammern. Ja. Und das sind eben solche Phänomene. Ich meine, ich kann es verstehen, es wirkt peinlich, es ist auch zum Teil peinlich, so über diese Sachen zu reden. Es sollte nicht der Fokus sein. Aber dass sich jetzt Rechte damit beschäftigen, wie kann ich ein gesundes Leben führen? Und dass da ist eben alles eingeschlossen von mentaler Gesundheit, körperlicher Gesundheit, wie kann ich mit dem weiblichen Geschlecht eine gute Beziehung führen? So, das ist eben auch ein kompliziertes Thema. Die rauchen richtig. Wie kann ich vielleicht auch, weiß ich, also diese Leute wie Karl S. oder sowas, die dann dir alles erzählen, von wie reiße ich Bräute auf bis zu wie werde ich Bitcoin-Millionär, die sind ja nicht ohne Grund da. Nämlich, dass halt die Gesellschaft im Moment das verlangt. Ja, und natürlich auch so Figuren wie Sam Hyde. Also ich meine, ein großer Teil seiner Inhalte beschäftigen sich ja auch damit, quasi, was hat er falsch gemacht, kannst du dann aus seinen Bildern lernen? Er ist sozusagen lernen? Der große Bruder, ja. So, ja, so wie ich ja auch in unserem Podcast, ja. Aber wie gesagt, ich verstehe das Problem jetzt dabei nicht. Klar, wenn man sich darauf beschränkt, dann verstehe ich das Problem schon insofern, als dass es schon nicht wirklich politisch ist. Klar, es ist alles irgendwo politisch, ne? Aber das tut auch so gut wie niemand außer halt dicke Türen auf Rechtstwitter. Also dieses Beschränken aufs Inseltum oder was auch immer, das ist wirklich eine völlige. Also, das macht man halt auch. Sie sagen, sie haben nebenbei schon so, waren nebenbei schon krass und wir werden halt nebenbei krass und beschäftigen uns nebenbei damit so ungefähr. Oder von mir ist auch hauptsächlich, ist das scheißegal. Aber es ist ja nicht so, ja. dass das dann dabei alles andere unter den Tisch fällt. Außer, dann hätte er wieder recht, es fällt, lass mich mal kurz ausreden, dann könnte er sagen, doch, es fällt eben unter den Tisch, weil es gibt ja kein Generationenprojekt. Aber das haben wir ja gerade schon wahrscheinlich widerlegt irgendwo. Wenn man mit 30 so als so eine gefestigte Persönlichkeit dann ins Leben treten kann, dann ist es mir scheißegal, wie viele Incel-Videos man sich da vorher angesehen hat. Das ist mir sowas von Wumpe. Am Ende muss doch einfach nur die ausgebildete Persönlichkeit stehen. Und ja, ob man sich dann Soulbra, wie sonst man sich die Eier angeguckt hat oder nicht. Ich empfehle ja auch den Soulbra-Podcast. Wenn ihr wieder mal irgendwie darauf wartet, dass von uns eine Folge kommt, müsst ihr quasi Soulbra hören, ja. Vor allem, weil wir dann nicht darüber sprechen müssen, worüber er die ganze. Aber das ist ja auch, wie soll ich sagen, ich möchte ja auch noch einen Kritikpunkt bringen, den ich gelesen habe vom guten, also ja, ich weiß nicht, ich werde ihn jetzt nicht nennen, aber von einem guten Bekannten von uns, der auch den Podcast hört. Liebe Grüße an der Stelle, der so meinte, naja, aber wenn die anscheinend das alles schon gewusst haben, was wir angeblich nicht können und deswegen uns so dummerweise damit beschäftigen müssen, warum sind sie dann so, wie sie sind, ja? Warum tragen sie dann irgendwie irgendwelche T-Shirts und irgendwelche Windbreaker und irgendwelche Turnschuhe mit 30 oder so, weißt du? Oder warum, keine Ahnung, warum haben sie kein abgeschlossenes Studium und müssen irgendwie da so versumpfen zum Beispiel oder wie auch immer, ja? Warum trinken sie Club Mate? Ja, ganz vor allem mit allen voran. Ja, reicht ein Pilz nicht auch? Ja, Pilz identitär, ja. Ist ja beim Genussniveau ungefähr auf dem gleichen Level. Ja. So Ötti Pilz und Club Mate. Ja gut, aber jetzt möchte ich nichts gegen Ötti, ja. Aber man muss ja nicht Ötti trinken. Es gibt keinen Zwang, Chorstudent zu sein. Es ja, gibt das kein Richtiges im Falschen, ja. aber also falls ihr wieder erwarten, Chorstudenten zuhören sollt, ihr müsst dort nicht sein. Ja, ihr müsst nicht in dieser Sekte sein. Ihr könnt die jederzeit verlassen. Ich dachte, das ist ein Bund fürs Leben. Das habe ich immer nicht verstanden, dass Leute. Ich dachte, das ist so eine Sekte, die nur durch den Tod beendet werden kann. Und wenn man austreten will, wird man so freimaurermäßig ermordet. Ja, gut, das sagt man nicht dazu, wenn man Leute keilt. Aber anderes Thema. Ach so. Ja, also ich wollte ja nochmal eingehen auf diese Sache, die er erwähnt hatte mit der Radikalisierung und letztlich, was er dort gesagt hat, Terrorismusaffinität. Weil das ist mir richtig hart aufgestoßen. Das kam aber ziemlich am Ende erst. Also jetzt muss ich mal kurz nochmal, jetzt gehen wir lieber mal die Punkte durch. Radikalisierung ohne Konsequenzen, Hodensonnen, wie man lebt, genau, das war denn der klar. Was er gut gefunden hat, hat er gemeint, wäre die Kritik am Hedonismus, die also mit diesem Life-Coaching einhergeht. Okay, gut, wollen wir nochmal erwähnt haben. Mate trinken. Okay, Selbsthilfegruppe. Witzigerweise hat er die Pickup-Artists angesprochen, aber genau die kommen ja auch aus seiner Generation. Er hat ja gesagt, ja, da gab es dann damals die Pickup-Artists, da hat sich dann in Wien so ein Kreis gegründet sozusagen von denen, also zu seiner Zeit halt. Das heißt, das ist quasi was aus seiner Generation. Also verstehe ich den Vorwurf an unsere Generation eben auch nicht so ganz, ja. Ja, aber er sagt, ihm käme vor, dass diese Szene gewachsen sei, was ich jetzt so nicht bestätigen oder dementieren kann. Aber das ist halt auch so eine Wahrnehmungssache, keine Ahnung. Ja, aber das hier mit der Radikalisierung stand davor, also bringe ich es jetzt rein.
Genau, weil jetzt rein. Weil es auch ein Thema ist, wenn man jetzt mal guckt, wer sitzt auf der Anklagebank immer wieder, wer wird von der Bundesanwaltschaft und so weiter halt vorgeführt und so weiter, vom SEK abgeholt? Sind das im Durchschnitt Zoomer? Also das würde mich überraschen. Naja, also, tatsächlich gab es ja heute den Fall. Ein 16-Jähriger, der wohl seine Schule Radau gemacht hat, aber das ist halt so. Das ist ein Thema für eine nächste Folge, ja. Wir möchten jetzt mal eine geschlossene Folge aufnehmen. Im Durchschnitt sind das Leute zwischen 30 und 60. So, also, und die Leute, die immer in den sozialen Medien schreiben, dass man wen auch immer abknallen, aufhängen, umbringen, sonst was tun soll. Man ist ja immer sehr kreativ mit der Tötungsmethode. Das sind meistens Leute, die überhaupt Facebook benutzen. So, und das tut keiner von uns. Also, das ist nochmal ein ganz anderer generationeller Rahmen. So, Brandon Tarrant war kein Zoomer und genauso wenig der Typ, der in Halle halt amok gelaufen ist. Gut, der Typ in Halle weiß ich jetzt gar nicht. Doch, naja, gut, der Typ in Halle kann ja kein Zoomer gewesen sein. Der war ja, soweit ich weiß, war er 2011 bei der Bundeswehr zum Wehrdienst. Und da ist er dann, nachdem die abgeschafft wurde, oder ausgesetzt wurde, die Wehrpflicht, ist er ja ausgestellt. Also, da müsste er auch schon älter sein, das stimmt, ja. Er ist ja 30 oder sowas. Ja, und ich meine, der eine Herr, der auch immer, auch aus Österreich, der jetzt auch in politischer Haft sitzt, der da auch immer drüber gesungen hat, der ist auch, weiß nicht, 37 oder sowas. Also das sind jetzt keine Zoomer. Ach so, ja, stimmt, Seite. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, fairerweise, dass die Leute, da muss man halt sagen, dass, wie soll ich sagen, die Kritik von Sellen insofern wiederum ja zutrifft eigentlich, als dass sozusagen die Leitfiguren dieser Zoomer-Generation Millennials ein Stück weit sind. Also sprich, du hast den Typen in Österreich angesprochen, der ja schon über 30 ist, ja. Also alten Männern, denen sie also das letzte bisschen Kraft sozusagen rauben. Ich glaube, dass seine Zuhörerschaft sich doch schon sehr stark aus Zoomern zusammengesetzt hat, oder zumindest aus jüngeren Leuten. Und bei Tarrant ja auch, vor allem durch diese ganze 4chan-Scheiße und so weiter. Aber das weiß ich jetzt natürlich nicht, ob da nicht einfach auch so viele Millennials sind, ja. Die Frage ist also, wo ist bitte die Terrorismus-Affinität? Weil jemand irgendwo mal ein Meme gepostet hat. Das auf jeden Fall, das verstehe ich auch nicht ganz, ja. Im Gegenteil, also wir haben uns auch stets dagegen ausgesprochen und haben da wenig Gegenwind bekommen, ja. Bis gar keinen eigentlich. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass der jemand meinte, ihr habt ja alle gar keine Ahnung oder so. Vor allem wahrscheinlich die Leute, die da so eine mehr oder weniger Affinität haben, hören uns hoffentlich auch gar nicht, ja. Obwohl, hoffentlich hören sie uns und erkennen dann, dass sie Unrecht haben. Das wäre noch besser, ja. Aber das stimmt, da gebe ich dir recht. Also das habe ich auch jetzt nie so beobachtet, ja. Aber so viel auch bezüglich jetzt dem Thema Gesicht zeigen und nicht doxen und so weiter. Ja, was passiert, wenn man dann seine Meinung in Anführungszeichen frei auf Facebook sagt? Aber das ist ja wieder was anderes. Das ist ja dieses Konzept, was viele Leute, die auch gerade nicht so sehr politisch sind, nicht verstehen, dass wir eben keine Meinungsfreiheit haben. Ja, ist es. Das ist halt so. Gut, dann haben wir diesen Punkt abgehakt. Radikalisierung, bla. Und wie gesagt, er erkennt dann am Ende auch an, dass das Rechts in der Geschichte nur ein kleiner Teil der Rechten ist, wo wir jetzt schon zum dritten Mal quasi darauf ansprechen, dass er damit sich selbst ein Stück weit revidiert. Was er noch gesagt hat, dass seine Generation also eben auch ohne das Internet aufgewachsen ist und unsere sozusagen damit verseucht sei wir kennen es quasi gar nicht anders. Ja, was ich halt auch in Frage stellen würde, weil halt so, wir sind jetzt auch schon über 20 und ich glaube, bei keinem von uns gab es vor dem 14. Lebensjahr oder so ein Smartphone oder sowas. Ja, gut, das ist halt auch so, vor allem gerade wenn du zwischen diesen 20- und 30-Jährigen anspricht, so, ja, das stimmt natürlich. Vor allem, ich weiß auch gar nicht, was das heißen soll. Also dann hat man damals halt irgendwie so die Bravo gehabt oder irgendwelche Tamagotchis oder was weiß ich, ja. Dann ist man ins Kino gegangen und hat 300 geguckt, so, ja, was halt auch Teil, also, ich meine, der Begriff Kulturindustrie, so von Adorno und so weiter, der stammt aus den 50er Jahren, wo man eben beschrieben hat, dass sozusagen diese Dauerbeschallung sozusagen da ist. Und eine richtige Industrie letztlich hinter den Medien zu machen. Und da soll man halt nicht so tun, dass quasi die 2000er, wo halt die ganze Zeit Super RTL lief oder sonst was, ProSieben auf Dauerschleife irgendwelche Ami-Filme rausgebracht hat und so, dass man da irgendwie frei von Einfluss war. Das war also das Trad Wheatfield im Vergleich. Ja, ich meine, Leute gehen heute auch noch auf den Bolzplatz und spielen Fußball. Eben, ja, das ist halt auch so.
Also ich meine, man kann sich dann über den graduellen Unterschied streiten. Aber da muss man halt auch sagen, er hat ja auch, grundsätzlich hat er nicht mal Unrecht, ja, weil das ist ja aber gerade das, wo er uns ja, das ist eigentlich ganz lustig, er gibt uns damit ja sozusagen ein Stück weit, entschuldigt er sozusagen unser Verhalten und jetzt sagen wir, das stimmt doch gar nicht, ja. Also wir finden uns jetzt quasi selber. Das ist eben die Frage so, also der graduelle Unterschied ist vielleicht das Smartphone, das ist halt in der Öffentlichkeit drin ist. Und das hat auch bei Leuten den Kopf kaputt gemacht, aber dann so zu tun, als würden quasi die Millennials noch so im 18. Jahrhundert auf einem Bauernhof gelebt haben oder so, das ist natürlich auch schwachsinnig. Ja, also natürlich, es ist zu differenzieren. 2012 hat man Doodle Jump gespielt und Instagram war halt etwas, was man peripher irgendwie mal ab und zu ein Bild reingepostet hat. Damals war ja eher noch Facebook größer als, man dazu sagen muss, damals gab es ja auch schon Schüler-VZ, Studi-VZ und dieses ganze andere Zeug. Also hat ja nicht schon mal jemand gesagt. Ja. Wir gründen einfach eine Schüler-VZ-Gruppe jetzt und organisieren uns da oder über ICQ noch besser, ja. Sascha, hat ja nicht schon mal jemand gesagt, dass du ein ziemlich lautes Organ hast? Ja, schon mehrmals, das kriege ich. Ja. Natürlich, ja. Aber wie gesagt, ich meine jetzt bezüglich Telefon. Ja und aber das Problem, das Ding ist immer, wenn ich aufgeregt bin sozusagen und wenn ich an SchülerVZ denke, dann kommen natürlich die Emotionen hoch. Ja, das kocht dann alles hoch. Ja. Wer kennt wen? Gab's noch? Ja. Und Lokalisten oder ICQ. ICQ habe ich ja schon. Jedenfalls. Der Punkt ist, wenn ich darüber rede, dann kommt natürlich die Nostalgie hoch und dann muss ich rumschreien. Ja, das ist irgendwas. So. Also natürlich ist das so, dass ich das alles verschlimmert hat in dieser Beziehung. Ja, vor allem durch einfach die Existenz von Social Media, Smartphones etc. Ja, Content Marketing ist auch ein Punkt. Kann ich auch mal, wenn wir hiermit fertig sind, kurz noch anpassen. Deswegen sagen wir ja, dass es over ist, ja. Over. Ja, genau. Over. Nee, aber was wolltest du noch sagen? Over? Ja, ich wollte sagen, es ist over. Over. Okay, nee, ich wobei man ja da nicht over sagt, eigentlich. Ich weiß nicht, was die Amis sagen, aber man sagt ja nicht over, wenn man noch eine Antwort erfährt, also zumindest im Deutschen nicht. Du sagst ja dann kommen. Ich möchte auch gerne mal wieder kommen. Du möchtest gerne wieder was? Kommen? Ja, tja, und da sagen, und uns wird unterstellt, wir würden nichts wissen und könnten nicht. Was ja stimmt. Wobei, kommen. Ja, genau, wer unterstellt uns. Es geht ja nicht, glaube ich, weniger darum, dass wir nichts wissen und nichts können, sondern dass wir nichts machen. Was jetzt auch nicht stimmt, aber das ist so die Generationenkritik. Ja. Einen Satz hat er ja noch am Ende quasi als Zusammenfassung gebracht, dass man irgendwie sich so zwischen in digitalen Halbwelten, zwischen Zynismus-Podcast und dann eben, das ist das, was wir vorhin hatten, mit dem ständigen Flirt mit Extremismus und Terrorismus eben sich bewegt. Was ich nicht verstehe, warum man da jetzt nochmal die Podcasts so speziell anspricht, weil gerade die sind doch eigentlich ein Beispiel dafür, dass es auch Projekte gibt, so auf dieser Seite. In dieser Generation. Ja, keine Ahnung. Mit Terrorismus ist ganz eigenartig. Das mit Terrorismus haben wir entsprechend schon widerlegt. Extremismus, je nachdem, wie man es definieren mag, mag vielleicht stimmen, zumindest so ein Verbalextremismus oder wie man auch das mal nennen mag, zumindest halt in irgendwelchen tiefsten Tiefen des Internets, ja. Aber es ist halt auch so, ist das jetzt so ein Generationending? Ich meine... Ja, keine Ahnung. Ist halt Podcast so ein Generation-Ding? Ich weiß es nicht. Also ja, das vielleicht, ja. Übrigens, apropos Podcasts, ich habe jetzt neulich mal wieder so ein paar Podcasts irgendwie auf Spotify gehört und das ist ja einfach so geskripteter Scheiß. Das höre ich mir überhaupt absolut ungern an, ja. Das ist ja richtig seltsam, was sich so Podcast heutzutage schimpft, ja. Du sagst es, Sascha. Da kommen wir auch schon gleich zum nächsten Punkt. Ja. Also. Ja, so ungefähr ist es, ja. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon am Ende der Punkte, die er so gebracht hat. Er hat dann eben noch gesagt, er hofft, dass vielleicht noch was kommt, ja, in unserer Generation. Viel Zeit bliebe uns nicht mehr. Das war, glaube ich, eher darauf bezogen, dass wir irgendwann dann halt nicht mehr jung sind. Was stimmt natürlich, ja. Also, so habe ich das interpretiert. Er hat gesagt, also er hofft, dass noch was kommt. Viel Zeit bleibt uns eben nicht mehr, weil irgendwann sind wir halt auch irgendwie 30 und dann können wir halt keine Jugendbewegung mehr gründen, so ungefähr. Und dann meinte er, dass vielleicht... Können wir keine Berufsaktivisten mehr werden. Genau. Und dann meinte er, die Millennials müssen uns dann vielleicht so saven, sozusagen. Und dass die quasi, die Millennials, die Führer sein müssen und irgendwie Zoomer dann da anschließen müssen. Die Zoomer, wo er dann eben anspricht, die nicht eben all den Sachen verfallen sind, die er kritisiert. Ja. Keine Ahnung, Torben, wie alt war Hugenberg? Hugenberg? Der war, als er... keine Ahnung, ja, der hat halt den akademischen Weg gewählt, den viele dort nicht gewählt haben, und hat zuerst seinen Doktortitel gemacht und zwei Studien abgeschlossen und ist dann zur Großindustrie gegangen, was wohl die Leute da auch ablehnen würden. Also als er die DNVP geführt hat, war der so über 60. Also. Ja gut, aber deswegen hatte die DNVP ja auch keinen Erfolg.
Ja, das lag eher an den Umständen, aber das wäre eine andere Folge, ja. Also nee, sehr gut, okay. Ja. Große Alfred Hugenberg Apologie-Folge, die muss auch noch kommen. Ja. Alfred Tetzler-Folge muss auch noch kommen. Ja. Wir reden ja alle dreimal am Tag zu Hugenberg. Ich weiß nicht, ich wusste bis eben, wir sind ja auch beim Pferd angestellt. Ich wusste bis eben nicht, wer das ist, aber ja. Immer nach Hannover ausgerichtet. Aber tatsächlich kam das neulich auch irgendwo auf. Irgendwas wurde so kritisiert mit der Alfred-Tetzler-Visierung sozusagen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt ein anderes Thema ist oder ob das damit reingespielt hat. Habt ihr das irgendwie mitbekommen? Dass das irgendjemand ich hab das irgendwie noch im Hinterkopf. Ich weiß nicht, ob das aber bei einer Veranstaltung war, wo das erwähnt oder sowas. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, das war eher so ein ideologisches. Neumann auf Twitter, der das geschrieben hat, von wegen, bei vielen ist ja, halt Alfred-Tetzler-Ideologe und dann kam wieder so dieser Wall of Text von wegen Alfred Tetzler, das wäre so ein Kleinbürger gewesen und sonst was. Ja, irgendwie so. Aber das ist, glaube ich, mehr so eine ideologische Differenz dann wieder gewesen, wo wir ja auch permanent irgendwie drüber sprechen. Aber ich verstehe auch nicht, Alfred Tetzler ist ja... Ja, meine Güte, wenn ich in den 70er Jahren in West-Berlin leben würde, dann würde ich auch die CDU unterstützen, um halt die Sozen wegzukriegen. Ja, also das weiß ich nicht, ob... Wenn ich einen roten Schwiegersohn hätte, das wäre sowieso nicht schlimm. Das wäre sowieso schlimm genug. Aber der Punkt ist ja, glaube ich, dass die Leute... wir leben halt nicht in den 70ern. Ich glaube, das ist so der Punkt dabei. Ja, gut, also ich meine, so ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Leute wirklich sich die WDR-Weihnachts-Specials angucken über die Alfred-Tetzler-Serie und sich dann wirklich denken, ja, wow, ich möchte jetzt dieser 70er-Jahre 1,50 Meter Kleinbürger sein, der CDU wählt so und einen roten Schwiegersohn hat oder ob das nicht einfach so ist, dass man da wieder so alles zusammenklaubt und irgendwie halt auf Twitter dann 5 Likes zu kriegen dafür, also weil danach ist eher was. Letztendlich ist ja Alfred Tetzlaff so ein bisschen wie der Free the Edward der 70er gewesen. Ja, vor allem Free the Edward, das Lustige ist ja, dass der Typ... Stimmt, die sehen sogar ähnlich aus. Das Witzige ist tatsächlich ja irgendwie so Edward the Third oder so nennen wollte, aber halt kein Englisch kann, ja. Aber der Typ ist auf jeden Fall ein extremer Übermensch, ja. Also er ist der Beweis. Genau, er macht... Ja, die Boomer und Zoomer wiederum im Kampf vereint gegen die Millennials, weil das wollte ich nämlich gerade sagen, dass er ja der Beweis dafür ist, dass Boomer ja based sind. Ja, aber jetzt nochmal, ich weiß ja nicht, ob wir jetzt noch irgendwas vergessen haben oder so, mir kommt es irgendwie so vor, oder vielleicht... Mir kommt es öfters mal so vor, aber jetzt heute ausnahmsweise nicht, ja. Ich überspring's nochmal, also in der Zwischenzeit kann ich noch anbringen, ich glaube, diese Analyse hat auch einen sehr konkreten Anlass. Nämlich, es wurde ja auf Rechts-Twitter spekuliert, ob Roman Möseneder. Also ich glaube nicht, dass das der Anlass war, aber da können wir gerne nochmal drauf eingehen. Lass mich noch kurz einen Satz, wir können gerne nochmal drauf eingehen, weil das auch unabhängig davon jemand bei uns kommentiert hat bei der letzten Folge. So. Ja, trotzdem, es ist ja, nein, ich meine nicht unser Podcast hat jetzt diesen Anlass, sondern Zellens Audioanalyse. Ja, klar, das ist schon klar, aber ich weiß jetzt nicht, ob das der Anlass ist, okay, kannst du gleich drauf eingehen, aber unabhängig davon, hat es ja jemand bei uns irgendwie kommentiert und ich habe dann direkt auch die Recherchearbeit betrieben. Ja? Also, aber fahr du mal fort, warum du denkst, das sei der Anlass. Ja, weil die Sachen, die dort erwähnt wurden, sind irgendwie wie die Faust aufs Auge passen. Ja, es wurde erwähnt, Eisbaden. Ja? Ja, das Wer stimmt, hat ja. denn auf Twitter die ganze Zeit über Eisbaden gepostet? Gut, Schafmüller hat das auch gemacht, aber Schafmüller ist jetzt, glaube ich, nicht der Angesprochene. So, der ist jetzt, glaube ich, kein Zoomer mehr und das ist auch nicht weg vom Fenster. Vielleicht macht's ja Schafmüller wegen Möseneder, ja. Ja, also Möseneder hat immer über Eisbaden gepostet, Möseneder hat über Muckibude gepostet, Möseneder hat über, weiß nicht, auch Frauensachen gepostet und auch über sowas rohe Eier essen und sowas. Plötzlich entsteht Debatte, so, der hat sein Matura abgebrochen, ist nach Warschau jetzt, macht dort irgendwie Daytrading oder was auch immer. Und, ja, keine Ahnung, zieht sich jetzt halt nicht nur ein Polohemd an, sondern einen richtigen Anzug und so weiter und postet halt so normale Normie-Sachen auf Instagram. Also angeblich, höre ich einfach alles. Ja, ich verstehe es nicht. Und dann kommt, also wo ja auch schon vorher der Punkt war, dass ja quasi die Jugendgruppe von der, ja okay, es war jetzt Zeit Post-IB, also weiß ich, Kontrakultur Salzburg, hat sich halt geschlossen, dem RFJ angeschlossen. Was halt schon damals schon Debatten ausgelöst hat im neurechten Vorfeld, wieder Robert Michels lässt man sich von der Partei vereinnahmen dadurch oder was auch immer. Also diese Leute gehen weg von der IB, die schließen sich dem RFJ an. Man muss auch dazu sagen... und dann plötzlich der Typ, der dort am profiliertesten war, der ist plötzlich weg. Man weiß nicht, was der macht nichts offensichtlich Rechtes mehr, auf jeden Fall nichts, was die da rein kategorisieren würden, also Banner-Aktionen. Und dann plötzlich kommt diese Audioanalyse, wo gesagt wird, oder zuerst dieser Twitter-Thread und dann die Audioanalyse. Ja, die Zoomer macht ja nichts mehr. Kann schon sein, weil Möseneder ja auch
so aufgebaut wurde eben. So klar, er hat Gesicht gezeigt, hat irgendwie so mit Damen und so weiter. Das ist an sich schon mal ein Garant dafür, dass du bekannt, sage ich jetzt mal, wirst. Klar, weil sie dann alle so ein bisschen auf dich stürzen. Und er war ja so, glaube ich, noch mal ein Stückchen jünger als wir, teilweise so ein paar Jahre, ja. Er war quasi sozusagen der Repräsentant der Super. Ja, ich glaube, er sollte aufgebaut werden als Nachfolger von Selna. Und das ist halt jetzt irgendwie schief gegangen. Das passiert jetzt nicht mehr. Weil wenn man jetzt mal wirklich nachdenkt, so, welches... Ja, ich meine, dieser andere Typ, der damals diese YouTube-Videos gemacht hat, wie hieß der irgendwie? Leonardo Fregin oder so, ja? Hat er getaucht. Ja, der ist ja auch aufgetaucht. Aber gut, das ist ja schon Jahre her. Ja, natürlich. Aber auf jeden Fall, wenn man sich jetzt die Szene in Österreich vorstellt und dann mal so denkt, wen könntest du einen jungen rechten Aktivisten geben, der auch irgendwo da rumspringen und jetzt vielleicht irgendwie Selna beerben könnten, na, da würde mir jetzt eigentlich nur Mösenheder einfallen. Und der ist plötzlich weg. Gut, und er hat ja getweetet, den Tweet habe ich meine ich gelesen, gesehen, dass er geschrieben hat, ja, er macht jetzt halt nichts mehr Offensichtliches, aber er kann so viel sagen, es nutzt unserem Lager. Also man könnte theoretisch jetzt mutmaßen, er macht irgendwie was auch immer, wird jetzt hier zum Deep State Chef sozusagen und dann befreit er uns alle von den Adrenochrom-Gefängnissen sozusagen. Was ja ein bisschen ähnlich zu dem ist, was wir teilweise immer den Leuten empfohlen haben, so, dass man eben sich eher darauf fokussieren sollte, erfolgreich zu sein. Sozusagen. Es ist halt auch ja oder zumindest abzuwägen. Ich würde es mal so formulieren. Absolut. Es ist halt zumindest so, wie er sich ja zurzeit hier darstellt auf Instagram etc. Sieht das ja nicht so aus, als ob er jetzt irgendwie den Deep State Mode macht, sondern als ob er jetzt halt keine Ahnung mit Karl S. irgendwie mit nach Mallorca fliegt. Ja klar, das weiß ich jetzt nicht. Ich meine, er wird halt leider sich so ein bisschen auf seine geschäftliche Geschichte da fokussieren, ja, was jetzt was ja auch seine Sache ist, klar, aber vielleicht ist es auch null politisch und er wie soll ich sagen, er macht es komplett aus egoistischen Gründen, wie auch immer. Gut, da muss man halt auch sagen, kann man ihm das verdenken, so nachdem er irgendwie so raus ein FFJ rausgeschmissen oder was auch immer wurde wegen seinen komischen Gasgranaten-Ding da oder was war das, so ein Rauchtopf. Eine Rauchtopf irgendwie gekickt oder sowas bei einer Demo und dann muss vorbei. Ich meine, das ist ja sowieso das Lustigste gewesen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal in der Folge kritisiert haben. Leute vermummen sich so und präsentieren sich dann aber gleichzeitig so in Social Media, ja. Also ist halt so, da musst du dich auch nicht vermummen, ja. Na, die IB lernt halt langsam dazu, muss man sagen. Nee, das war jetzt auf müssen eh da, sag ich mal, konkret bezogen, ja. Also das war ja schon, keine Ahnung. Die IB, das macht das einigermaßen richtig, so. Ja. Ich meine, okay, ist schon klar, wer dahinter steckt, ja. Ich habe schon Media-Accounts verfolgst, aber das kannst du ja dann nicht zwangsläufig nachweisen. So, aber da will ich noch kurz mal anmerken, wie nah sich eigentlich diese ganzen Mindset, Grindset, Self-Improvement, ich werde in 3 Sekunden Trillionär, Leute, die also einfach in dieser ganzen Geschichte damit drin wollen sind. Wir ja an die FDP anknüpfen, ja. Ja, genau, aber wie nah die letztendlich zum, ich sag mal, einfach ganz verallgemeinernd dem rechten Lager sind. Also nicht zu dem CDU-rechten Lager, sondern natürlich das, was wir jetzt irgendwie so als Zoomer-Rechte, wenn man jetzt vulgär sein möchte oder Rechtswitter oder was auch immer, man jetzt in Gedanken hat, etc. Konnte jetzt den Satz nicht sinnvoll abschließen. Weil du nicht so verrannt. Absolut. Ja, aber es ist ja interessant. Also ich meine, selbst so ein paar lustige Aussagen von Karl S. kann man ja mal einfach so für das nehmen, was es ist. Karl S. heißt ja Vindicator, das haben wir ja schon mehrmals gesagt. Also. Ja, aber das Gleiche stimmt ja auch bei so Figuren wie Jeremy Fragrance, lustigerweise. Also, weiß ich nicht, ob das bei dem... Obwohl er ja auch, glaube ich, dafür bekannt ist, seine Balls zu sun und all sowas. Also wäre dann Bestes, ja. Aber er ist ja kein Deutscher, von daher ist es ja wieder irre. Ja, es geht halt einfach nur darum, wohin tendiert das. Und ich habe das, vor allem, wenn es halt so leicht ist, vom RFJ zu Karl S. zu gehen, sollte es doch eigentlich auch in die andere Richtung relativ leicht sein, sag ich mal zumindest. Ja, was mir noch eingefallen ist, weil jetzt hier vom RFJ und so weiter gesprochen wird, witzigerweise ist es ja so, dass wenn halt irgendwo so ein Kleinstpolitiker der FPÖ in was auch immer wo, so vom Bevölkerungsaustausch spricht, wie das neulich mal wieder passiert ist, dann wird es so von allen IB-Kanälen gefühlt geteilt und so als krasser Erfolg dann auch gefeiert, weil es so eine wichtige Entwicklung sei. Also, keine Ahnung, finde ich auch irgendwie ein bisschen übertrieben. Soll ich jetzt nur noch mal loswerden, weil ich es jetzt hier stehen habe. So, ja gut, Mösenheder, ja, so eine Sache. Und außerdem, die Folge hat zwar eigentlich schon eine gute Länge erreicht, habe ich schon gesagt, wir sollen die Folgen nicht mehr so ewig in die Länge ziehen in Zukunft. Sollten wir ja auch noch Lösungsansätze bringen, das ist ja immer so die alte Diskussion, ja, was soll man denn jetzt tun, um irgendwie Deutschland zu retten?
wo wir, glaube ich, schon gefühlt tausendmal drauf eingegangen sind. Also die Leute hören den Podcast nicht. Und man muss dazu sagen, dafür gibt's auch keine richtige Antwort. Ich weiß auch nicht, ob wir einfach die Aufnahme hier beenden wollen und dann einfach so eine neue Aufnahme machen wollen, was quasi, um zu Folgen maxen, ja, damit auch Go-Getter-Doom mal so ein bisschen sich aufregt. Ja. Das in einer neuen Folge oder einer anderen Folge zu bearbeiten, da wäre ich auf jeden Fall dafür. Was ich noch gerne anmerken wollte. Ist ja jetzt auch schon wieder ziemlich spät. Ich muss auch langsam mal ins Bett, um zu sleepmaxen. Ja, ist auch ganz wichtiger Live. Kummerkasten nicht vergessen. Kummerkasten nicht vergessen. Wir haben eine Mail. Ist ja egal. Wenn wir das öfters machen, kommen vielleicht mehr Leute, ja. Okay. Dann lese ich mal. Moment, ich muss das hier gerade mal ganz kurz raussuchen. Dann lese ich mal kurz eine Mail aus dem Kummerkasten, den ihr unter die.schwarze.fahne@googlemail.com erreichen könnt. gmail.com. Anscheinend hat auch jemand irgendwo im Chat geschrieben, weil das quasi ein Feature von Google Mail sei wohl, dass wir die Punkte auch einmal weglassen. Also ihr könnt auch, hat der Poster da auch gesagt, ihr könnt auch sturzbesoffen um 3 Uhr morgens irgendwo aus einer schäbigen Kneipe irgendwo euren Liebeskummer uns aus dem Sturges also, oder so. Untun, ja. Ja. Wie auch immer, Jochen schreibt, liebes DSF-Team, und jetzt lieber Dr. Sascha, also nochmal gesondert. Ja, Dr. Sommer, in Dr. Sommer bezogen, ja, sehr gut. Dr. Sascha, ja, ja. Der große Bruder von rechts. Ich bin verliebt in ein Mädchen aus meiner Klasse. Ich weiß aber nicht, ob sie auch in mich verliebt ist. In ein Mädchen aus deiner Klasse. Grüße, Jochen. Jochen, also wenn du wirklich Jochen, warte mal, ich glaube, ich kenne sogar Ich bin ein Mädchen aus deiner Klasse. Ich zweifle das. Ich muss echt sagen, dass ich da keine Antwort drauf wirklich weiß, glaube ich, so spontan. Deswegen lasse ich euch erst mal reden und vielleicht fällt mir dann was ein, ja. Keine Ahnung, sei halt interessant. Ist halt auch ein bisschen eine kurze Mail, muss man dazu sagen. Man kennt jetzt so die Umstände nicht und so weiter. Du bist verliebt in die und du weißt nicht, ob sie verliebt ist. So. Und du willst jetzt wissen, wie du es rausfindest oder wie auch immer. Keine Ahnung, also du könntest dich so an sie annähern sozusagen. Ob sie verliebt in dich ist ja sowieso irrelevant, sage ich jetzt mal. Ja, ihr komischen Neo-Zoomer, ihr dürft doch jetzt sogar wieder rausgehen, seitdem Maskenzwang und was auch immer jetzt wieder aufgehoben worden ist. Dann, keine Ahnung, guck doch, dass du auf Klassenfahrt oder Kursfahrt oder was weiß ich, Wandertag oder irgendeine Scheiße halt mal mit ihr irgendwie Zeit verbringst. Und dann guckst, ob das funktioniert oder nicht. So, also das ist jetzt. Ist halt auch so das Ding, wenn du einen Klassenkameradin hast. Ist das übrigens mal eine kurze Frage intern? Jetzt ist das die Mailadresse von dem Typen. Ja. Dann weiß ich nicht, wie sehr ernst diese Mail gemeint ist. Ja, das glaube ich. Aber ist ja auch vollkommen irrelevant, das ist ja irgendwo so ein bisschen. Wir haben ja 16-jährige Zuhörer, also stimmt, Leute, die gerade geschlechtsreif geworden sind, wie wir herausgefunden haben. Insofern ist es auch unabhängig davon. Detail, aber auf jeden Fall Leute, die 16 sind und uns zuhören. Ja. Ich habe übrigens gerade 2 weitere Mails auf. Ja, wir gehen jetzt trotzdem mal hier, wir machen das jetzt mal zu Ende, weil wir wollen ja unserem schlechten Ruf als Life-Coaches gerecht werden, ja. Herr Torben hat es eigentlich jetzt schon so angesprochen. Man muss auch dazu sagen, dass wenn du jetzt wirklich noch in der Schule sein solltest und halt unter 18, sage ich jetzt einfach mal so, bist, die wenigsten Leute haben das Glück, dass sie irgendwie so mit ihrer Jugendliebe da ihr Leben bis zum Lebensende verbringen werden. Insofern, ja. Keine Ahnung, du kannst halt irgendwie so ein Wagnis draus machen und halt irgendwie sie ansprechen und dann halt so fragen, keine Ahnung, ob ihr mal was machen wollt oder so, ja. Und wenn halt was draus wird, ist schön für euch und wenn nicht, dann ist es halt so, ja. Oder keine Ahnung, ja, es ist halt, wie soll ich sagen, so, du bist halt noch, aber abgesehen davon, der viel wichtigere Punkt, weil ich jetzt so, ist ja, dass du dich überhaupt nicht verlieben solltest, das ist ja schon mal das Urproblem. Oh, ja. Stattdessen lieber diese Energie zum Bauen. Also die beste Strategie ist natürlich, macht es Sturz besoffen auf den Abschlussball. Ja. Weil du wirst die ganzen Leute, die da, wenn das schief gehen sollte, dann so hinter deinem Rücken immer über dich lästern werden, die wirst du dann nie wiedersehen. Und gleichzeitig, wenn es schief geht, dann wird es auch keine Auswirkung auf dein Leben haben. Das ist natürlich ein sehr guter Punkt, ja. Oder wenn sie sturzbesoffen ist, auch natürlich eine sehr gute Strategie. Kannst du ja selbst einfädeln, dass sie sturzbesoffen ist. So, aber, was meine ich? Man kann ja mit dem Jordan Peterson Zeug rangehen. Weiß ich jetzt nicht. Nee, aber der hat eine lustige Sache gesagt. Und zwar, dass so das eine, was irgendwie konsistent bei Frauen ist, ist, dass sie eigentlich zu den... Dass sie dich belügen, dass sie nicht kochen können, dass sie Hot Chip essen und...
Klar, aber das ist ja ein McDonald's Essen von der Partnerwahl, sage ich mal so, jetzt ganz stumpf gesagt, sondern eher dass es darum geht, so eine Art, das ist jetzt noch stumpfer, eine Art Bestie zu zähmen. Ja, also es muss es gibt halt man muss halt etwas haben, was jetzt nicht irgendwie aalglatt ist, und das kann natürlich, deswegen sind Frauen ja schlecht, weil sie euch zähmen wollen, ja, deswegen MGTOW, ja. Ja, das kann man natürlich auch sagen. Auf der anderen Seite, was passiert, wenn man dann gezähmt ist? Ja, hält das dann lange? Naja, aber das ist quasi, also, wenn man so der aalglatte Polunderträger ist, der sich nicht wehrt und der keine Ambition hat, etc. und sich nicht für sich selbst nicht aufsteht, um das jetzt mal in diesem Halbenglisch zu sagen. Dann ist da natürlich auch nichts Interessantes an einem, ja. Eben, also das geht, glaube ich. Muss halt lustig sein, ja, dann ist halt der Trick dabei, ja. Ich glaube, viel, was wir in der letzten Folge gesagt haben, trifft auch hierzu. Habt halt Hobbys, seid interessant, macht was aus eurem Leben und dann wird es auch klappen. Ob es jetzt mit der Ollen in der Klasse klappen wird, ist nochmal eine andere Sache, aber so, ist keine Schande, wenn das halt erst später klappt, so. Ja. Es läuft dann. Bei Männern ist es mit dem Alter ja nicht so wichtig wie bei Frauen, aber was ich noch sagen wollte, auf jeden Fall, da kannst du dir sicher sein, dass die nicht zwangsläufig zu dir kommen wird, ja. Also du musst schon selber aktiv, dann musst halt einfach so die Martin Sellner Pickup Artist Videos schauen, ja, aus seiner Generation. Vielleicht sagen die das dann, ja. Auf der anderen, also noch kurz John Peterson bezogen, hat er gesagt, dass es da explizit so ein paar Muster gibt, wenn also Frauen, also das ist jetzt natürlich extrem vulgär, aber ich schätze, das ist eine Sache, die kann man aus diesem ganzen Google-Zeug rausziehen. Wonach haben denn Frauen zum Beispiel, wenn sie, und ich weiß, das ist zwar ein bisschen anrüchig, aber wenn sie nach Pornografie gesucht haben, hat das immer sehr viel mit Figuren wie Vampiren, Werwolfen. Was? Ich glaube, Twilight ist irgendwie so, ist ein bisschen nochmal nach der Generation von den Leuten, die jetzt in der Schule sind. Nein, aber es geht halt darum, das sind halt so klassische Monsterfiguren. Auch, ja, gestimmt, auch ja. Zum Beispiel Chirurgen, auch Milliardäre. Chirurgen sind ja auch klassische Monsterfiguren, muss man sagen. Gut, Milliardäre sind natürlich, die haben natürlich Geld, deswegen sind es Frauen da damit, geil drauf. Ja, das hat damit zu tun, dass sie halt oben in der Hierarchie sind, um es mal so zu sagen, ja. Dann habt den Raubtierinstinkt in dir. Ja, genau. Du musst quasi, du nimmst einfach so, du musst irgendwas Ekelhaftes irgendwie so, du musst guck DSF dir anschauen, ja, und dann ganz viel rohes Fleisch essen und dann guck, denkst du. Guck American Psycho auf Dauerschleife. Genau, ja. Mach Bateman zu deiner Persönlichkeit. Mach Conditioning, ja, mach Patrick Bateman Conditioning, ja. Guck American Dad auf Dauerschleife. Ja, aber dann eher Family Guy, das ist besser, ja, als American Dad. Guck Family Psycho. Genau. Nee, aber es gibt, das ist also quasi so ein bisschen, dass da herausgefunden wurde. Und naja, die klassische Geschichte in all diesen lustigen Sexualfilmchen ist halt immer, du hast die unschuldige Frau von einem guten Stand her, sag ich mal so. Und dann ist da dieses Monster und die Frau möchte das quasi zähmen. Also in einer Art oder einer anderen. Jetzt mal ganz grob umrissen. Und daran, das ist ja, also man muss das jetzt nicht irgendwie übertreiben. Jetzt, und jetzt sich weiß ich aber, warum unsere Folgen so ultra lang sind. Wir antworten so auf so eine 20-Minuten-Audio-Analyse mit so einer 2 Stunden oder 1¾ Stunden, ja, und wiederholen uns einfach 1000 Mal, ja. Und jeder sagt irgendwie nochmal 3-mal dasselbe. Ja. Ja, und nochmal zur Partnerwahl generell. Also falls das jetzt irgendeine richtige Schabracke sein sollte, die mit jedem in der Klasse schläft und so weiter, lass dich lieber nicht drauf ein, weil es lohnt sich einfach nicht. Ah ja, also zumindest nicht ernsthaft, ja. Die Gains sind da nicht groß genug, dass sich das lohnt. Ich meine, du kannst, du ja, wie, dann ist es sowieso tatsächlich ein Fehler, sind die verliebt zu haben, ja. Wenn du danach jetzt drauf ein. So. Sollen wir mal zur nächsten Mail fortfahren? Ja. Wir gehen hier mal chronologisch vor. Hallo DSF, ich hatte einen harten Tag, so hart, dass ich es übrigens, lernt mal bitte schreiben. Also, das war wahrscheinlich Neo. Hast du das mal Probe gelesen? Ja, genau, hast du das mal Probe gelesen oder schreibt er jetzt irgendeine Scheiße, die hier in der Aufnahme, obwohl, ja, ist ja nur eine Aufnahme, ist ja egal. Ja, ja, genau. So hart, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe und vom Balkon gesprungen bin. Leider bin ich auf weicher Wiese und Gras gefallen. Also, Callum von Moga schreibt quasi an den Kummerkasten, ja. Ja, dabei habe ich mir nur das Bein verstaucht, habe dann erstmal eine Überdosis Schmerzmittel und Antidepressiva eingenommen.
Das alles habe ich dann mit Russian Standard, auch, also Standard auch falsch geschrieben, Wodka heruntergespült. Ich bin so verzweifelt und voller Trauer, als ich gelesen habe, da ihr mit Podcasten aufhören wollt. Warum tut ihr mir und allen treuen Zuhörern das an? Wenn ihr es euch nicht anders überlegt, werdet ihr verantwortlich sein für den Tod eines wahren Bio-Deutschen. könnt ihr mit dieser Last leben? Ich jedenfalls nicht. Sollte Sascha wie angekündigt Dead Space streamen, würde ich wieder auf mich selbst klarkommen. Und wie ich es bereits im letzten Brief geschrieben habe, will ich nur, dass ihr einen Cutter habt, der schnell und zuverlässig arbeitet, egal unter welchen Umständen. Ja gut, das ist also mit ziemlich sicher von Go-Getter Doomer. Ja, das kann gut sein, aber ich sag mal so, wenn er sagt, dass er sich sonst bald umbringt, ich sag mal so, die Mail kam am 28. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, also die kam, wann kam die an? 28.04. oder? 4. Was? Ja. Okay, gut, dann ist es natürlich ein Argument, ja. Also die wurde halt vom Spam-Ordner abgefangen, haben wir das nicht gesehen, ja, weil die letzte Folge kam ja erst. Ja. Gibst du noch einen Kommentar dazu, anders als, ja, also falls du uns noch hören kannst. Wir haben natürlich nicht aufgehört. Ja, also das weiß er ja, ist schon klar. Ja, falls du noch nicht auf Asphalt dann gesprungen bist, also dir den richtigen Balkon ausgesucht hast, sind wir wieder da. Elternhäuser. Oh, Locket, ja. Gut, und zu dem Dead Space Stream, ja, das mit den Streams ist immer so eine Sache, ja. Also ich habe halt irgendwie. Habt ihr aber Metro gesehen? Es ist halt irgendwie von Arsch. Ich meine, witzigerweise bei Dead Space lief das alles irgendwie, soweit ich mich dran zurückerinnern kann. Aber es ist irgendwie alles technisch nicht so einwandfrei und dann möchte ich euch das auch nicht antun, um ehrlich zu sein. So, aber können wir dann zum nächsten Ding? Ja, klar. Opfern? Okay. Schon diese Einführung ist extrem bescheuert. Seid gegrüßt, schlauer Torben, stämmiger Valentin, starker Sascha und lustiger Alfred. Ja gut, dann können wir nicht vorlesen, weil Alfred ist nicht. Ja, da wurden halt die ganzen Adjektive, die wurden willkürlich gewählt. Was hat er zu dir nochmal gesagt? Stämmig. Ist ja total, okay. Total willkürlich, ja. Zu Torben hat er schlau gesagt, ist auch ziemlich willkürlich. Zu Alfred hat er lustig gesagt. Zu mir hat er stark gesagt, ist auch. Okay, ich finde das moderne Leben. Das wäre auch eine Alliteration. Ich finde, das moderne Leben ist langweilig. Es fehlt im 21. Jahrhundert einfach an Reiz. Als ein Freund von mir erzählte, dass er Lehramt studieren werde, habe ich darüber nachgedacht, ob ich die Einstellung dazu hätte, Beamter zu werden. Aber ich habe dann festgestellt, dass es mein schlimmster Albtraum zu wissen wäre, dass ich genau weiß, wie mein restliches Leben ablaufen wird. 45 Jahre Beamter sein, dann Rente. Dazu noch eine Frau und Kinder. Falsch, Pension, ja. Ja, letztendlich gleiches Ding, zwei Wörter. Zwischendurch manchmal Urlaub, Ende, Tod. In der freien Wirtschaft kann man sich wenigstens entwickeln, aufsteigen, aber selbst dort haben sich viele Menschen damit abgefunden, immer die gleiche Position zu haben. Ich weiß nicht, wie Normies damit klarkommen. Naja, ich habe eine Vermutung. Alle Leute sind entweder fett, ernähren sich schlecht, alkoholabhängig oder haben andere Laster, um sich mit dem Stress bei der Arbeit oder der Langeweile zu cope. Ich weiß nicht, ob das eine Macke. Übrigens, das ist ein ziemlich langer Text, will ich nur anmerken. Wir sind lass ihn halt mal vorlesen. Ich meine, ich möchte jetzt ganz kurz, wenn du jetzt eh schon pausierst, drauf eingehen. Das ist natürlich so, dass die Leute sich damit ein Stück weit abfinden. Erstens mal, wenn du über 30 bist, bist du sowieso sehr gesetzter irgendwann, ja. Und zweitens mal, keine Ahnung, ja, es ist halt einfach so, weil die Leute sich damit arrangieren, mit den Umständen, keine Ahnung. Ja, es gibt ja diesen Ansatz, dass man als Kind, zuerst kommt man in den Kindergarten, dann in die Grundschule, dann ins Gymnasium, also immer mit der Erwartung, okay, wir kommen jetzt zur nächsten Stufe, zur nächsten Sprosse in der Leiter, dann kommt man ins Gymnasium, da dann eben ins Abitur, Uni, ja. Dann in die Uni, dann macht man da Bachelor, dann vielleicht auch Master oder vielleicht sogar Doktor, so gesagt, und dann kommt man dann Einstiegsjob, kommt einen normalen Job und was kommt dann? Ja. Das ist dann halt immer die schwierige Frage und da denkt man sich, eigentlich habe ich mich seit Anfang dieser Geschichte nicht verändert. Ich fühle mich halt immer noch ziemlich gleich. Ja. Es gibt halt nicht irgendwie diesen Effekt. Du hast kein Streben nach irgendwas, ja. Das stimmt, wenn du so ein NPC sozusagen vor allem bist, der so ein Zahnrad im System. Ja.
So, aber ich kann ja mal fortfahren. Ich weiß nicht, ob das eine Macke von mir ist, aber ich langweile mich ziemlich schnell, wenn ich Videospiele spiele. Sobald ich das Gefühl habe, dass ich schon alles erlebt habe, was mich die nächsten 20 Spielstunden erwartet, höre ich auf zu spielen. Aber dieses moderne Leben mit dem 40 Jahre Wage-Slaven scheint mir noch langweiliger zu sein als meine Videospiele. An Geld und Reichtum zu kommen ist natürlich wichtig und kein NWO-Leibeigener in den nächsten Jahren zu werden. Aber selbst ein Hazi hat einen vollen Kühlschrank jeden Tag zu essen. Dieses Leben hat einfach keine Herausforderungen. Wenn ich mir die Menschen aus anderen Epochen anschaue, alle haben authentisch Rollen verkörpert. Wie in einem Film oder Roman. Das waren Soldaten, Krieger, Politiker, Feudalherren, Piraten, Leibeigene oder geknechtete Frauen in einem Harem. Da gab es kein Safe Word. Das war kein Rollenspiel. Man hat nicht aufgehört, sobald es unangenehm wurde. Wenn in 50 Jahren der Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel von Elon Musk eine VR-Maschine vorstellt, in der ich authentisch das ganze Leben eines germanischen Kriegers erleben könnte. Also quasi würde, Assassin's Creed, ja. Habe ich auch gedacht. Habe ich auch schon oft genug drüber nachgedacht, muss ich sagen. Sogar oder vor allem. Muss ich einhaken, das wäre eine lustige, wäre mal ein lustiges Setting, so Assassin's Creed als Germane, aber das wäre sowieso, so wie, ich meine, ja, Assassin's Creed ist für den Arsch, ja. Weiter. Ich hätte mir gewünscht, ich könnte so ein Replay haben vom besten Killstreak einer meiner Vorfahren. Das wäre cool. Ja. Wie auch immer. Sogar oder vor allen Dingen zusammen mit einem Challenge-Mode, wo ich weder speichern noch laden kann und ich nicht weiß, dass das alles nur VR ist oder eher gesagt VR ist und ich erst nach meinem virtuellen Tod aufwachen werde. Also sprich, wie diese eine Szene in Rick and Morty. Ja, die machen halt genau das, aber mit so einem normalen Typen, der in der Moderne lebt. Also so ein... Ja, okay. Einfach. Ich schaue mir die Scheiße nicht an, aber bitte weiter im Text. Und das ist auch der Beweis, dass die Theorie widerlegt, dass wir alle nur Brain and Vats sind und dass hier ein simuliertes Leben ist. Kein Mensch der Zukunft würde sich so ein langweiliges Leben aussuchen. Sehr gutes Argument, ja. Ja, gute Mail bisher. Ich bin echt in der falschen Epoche geboren. Das sagt natürlich jeder, möchte ich mal kurz so anmerken. Das denken auch sehr viele. Also vor allem bezüglich Generation. Für manche klingt es natürlich... Gut, aber das denken auch andere Leute aus anderen Generationen. Ja, ganz klar. Witzigerweise wurden die heute auch schon erwähnt, dass Leute, die denken, sie müssen wohl 1000 Jahre zu spät geboren sein. Ja? Nicht 50 oder auch nicht 100. Für manche klingt es natürlich nach Lab, weil sie so sehr an Komfort gewohnt sind, dass der Gedanke, eine Herausforderung für sein Leben zu wollen, einfach nur ein Lab ist. Ja, nach 2 Wochen als Jäger und Sammler wünschst du dir das warme Bett zurück. Bla bla. Leute sind Ende 20 gestorben, ein Kratzerinfektion und du bist tot und was alles noch. Er zitiert ja jemanden, diese Einstellung der Komfortmenschen ist noch schlimmer als Lab. Ich will einfach echte Abenteuer erleben. Eine Kriegerbande anführen, durch die Welt reisen, wirklich unterschiedliche Kulturen erleben, in Klammern der Ethnopluralismus. Also er ist quasi derjenige, der Grund dafür ist, warum Videospiele überhaupt so erfolgreich und so weiter sind, weil die Leute ja genau das wollen. So, du wirst ja nicht, ich meine, es gibt Leute, die spielen halt dann irgendwie so einen Landwirtschaftssimulator oder so, das sind halt dann so die Ultra. Also so, stell dir vor, du hast so die Möglichkeit, ein Abenteuer wenigstens virtuell zu leben, aber du erlebst dann doch nur irgendwie das Langweiligste überhaupt, ja. Ja, weil dein eigenes Leben noch langweiliger ist, als ein Feld zu bestellen. Ja. Aber ja, also ich meine, es gibt halt einen Grund, warum sowas wie Romane, aber viel viel wichtiger noch sowas wie Dungeons and Dragons gibt. Also das ist ja genau das, was das ja eigentlich ist. Ja. Und noch weiter erweitert ist ja auch Black Metal sowas in die Richtung, also wo man sich eine Art Fantasiewelt und Abenteuer etc. wünscht. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum dann da irgendwie einer, ich weiß nicht, ob das bestätigt ist, aber es scheint der Fakt zu sein, einfach mal einen Typen, in Klammern, er war anscheinend homo, einfach mal erstochen hat, nur um zu gucken, wie es ist, jemanden zu töten. Okay. Also das, ich sag jetzt nicht, dass du jetzt die gleiche Einstellung diesbezüglich hättest, lieber Herr Schreiberling, aber
es gibt quasi Phänomene, die natürlich so in die gleiche Richtung gehen, von wegen, es ist langweilig, es gibt nichts zu erleben, wo sind die Abenteuer, wo ist quasi der Ruhm? Das ist ja so eine allgemeine, so wir sind irgendwie zu früh geboren, um was auch immer zu machen, aber zu spät, um was auch immer zu machen, oder so, keine Ahnung. Es ist so ein bisschen von wegen, und das hier ist unser bestes Matratzenmodell, sagt man, der vor 3000 Jahren ein großer und gefürchteter Krieger wäre. So. Ja. Wie auch immer. Wie auch immer. Bla bla. Wirklich unterschiedliche Kulturen erleben. In Klammern, der Ethnopluralismus lässt grüßen. Für Ruhm und Gold kämpfen. Bros fürs Leben haben, Frauen zu erobern und dann als Mumie in einem fremden Land begraben zu werden, damit Wissenschaftler sich später wundern, warum in Indien oder Tibet Europäer begraben liegen. In den ersten indogermanischen Kulturen soll es wohl so gewesen sein, dass sobald ein Dorf zu groß wurde, viele junge Männer ins Exil gehen mussten und mit dem Gedanken, dass sie umherziehen und ein fremdes Dorf und dessen Frauen für sich erobern sollten. Das soll einer der Gründe gewesen sein, warum die indogermanischen Germanen sich überall ausgebreitet haben, vor allem über die männliche Linie. Das war also eine Kultur, die Abenteuerlust stark gepusht hat. Also trotz des Liberalismus, das ist nicht mal eine Bewertung des Textes, es ist gerade passiert. Also ja, trotz ja, des deswegen Liberalismus, ist es ja gut zu wissen. Und dieser grenzenlosen libertinen Freiheit bin ich nicht frei, dem Ruf meiner Ahnen zu folgen. Aber genug Lab. Ich habe natürlich mir so einige Gedanken darüber gemacht, welche Ziele und Erfolge ich im Leben erreichen möchte und welchen Herausforderungen ich mich stellen möchte. Welche Hobbys und Aktivitäten mir den Kick geben würde. Aber das würde jetzt zu weit führen, denn es geht hier nicht um mich. Ich denke, so einige junge Männer denken so ähnlich wie ich. Hoffe ich jedenfalls, ihr spielsüchtigen, twittersüchtigen, faulen Socken. Und sorry, Madin, aber Plakate aufhängen oder irgendwo hochzuhalten, ist eben nicht das gleiche wie ein authentisches Kriegerleben als Germane. Ist halt extrem lustig, wie passend diese Mail eigentlich auch zu unserer vergangenen Folge jetzt ist. Und mir ist auch klar, dass ich jetzt keine konkrete Frage an euch gestellt habe oder ein Problem präsentiert habe, das ihr lösen musst. Okay. Aber damit kommt ihr klar. Ihr könnt ja einfach so mal über das Thema reden. Nicht alles muss im Kummerkasten darum gehen, dass man keine Freundin hat. sehr gute E-Mail, ja. Aber was man jetzt direkt empfehlen könnte, wenn man halt wirklich all on gehen will, all in sozusagen, keine Ahnung, geh in die Ukraine. Geht zu Fremdenlegion. Das war witzigerweise genau meine Gedanken. Also ich möchte kurz einwerfen, ist die Nachricht jetzt zu Ende eigentlich? Ja. Okay. Da möchte ich noch was einwerfen, und zwar, es gab ja auch mal so einen Tweet, der so als Screenshot immer rumging, so, in den 50ern konntest du irgendwie als Söldner in den Kongo gehen, ja, und heute darfst du nicht mal mehr das N-Wort auf Twitter schreiben, ja. Das sagt viel über unsere Gesellschaft aus. Und jetzt hat's Torben schon gesagt. Also, wenn du wirklich so direkt diesen Thrill willst, gibt's natürlich verschiedene Sachen. Entweder sicherlich auch diverse Einheiten bei der Bundeswehr, so weit weg musst du da quasi nicht mal gehen. Dann eben Fremdenlegion, die Ukraine, ja, also das gibt's schon. Oder was auch immer, du gehst einfach in irgendein Land und schaust dann, was da so geht, ja. Also, keine Ahnung, kannst ja auch Somali-Pirat theoretisch werden, ja. Das ist natürlich die beste Option. Ich weiß nicht, ob das legal ist, sowas zu empfehlen, deswegen empfehlen wir das noch nicht. Aber ich rede nur davon, dass es theoretisch möglich wäre. Ja. Der Punkt ist, genau, das ist also ja, um mal darauf zurückzukommen, ja, ich meine, das ist auch so ein bisschen widersprüchlich. Ich meine, so, jetzt sollen wir wieder eine Anleitung geben und so weiter. Ich dachte, das Prinzip wäre, dass man keine Anleitung braucht, weil es so NPC-mäßig wäre. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, die Möglichkeiten sind ja immer noch da, sich auszutoben. Man muss halt nur immer bedenken, so, wenn man halt noch der Meinung ist, dass hier irgendwas im Land zu retten ist, dann sollte man sich, glaube ich, nicht in irgendwelchen fremden Legionen oder sonstigen Militäreinheiten verpflichten, die halt mindestens für 5 Jahre oder so in irgendeinem fremden Konflikt halten, wo man dann draufgehen könnte. Aber ich schätze, darum geht es halt nicht. Es geht einfach so generell um die Frage, was macht man? Also wie ja, ja, ich hab's schon verstanden. Ich meine nur so als Punkt so. Also wenn man jetzt nicht irgendwie, und ich gehe davon nicht aus, dass das jetzt irgendwie so ein Typ ist, der 200 Kilogramm wiegt und dann irgendwie davon
träumt, irgendwie so germanischer Krieger zu sein, sondern halt, dass das jetzt irgendwie so ein junger deutscher Mann so zwischen 18 und 25 ist und sie einfach so denken, Mann, das ist ja alles sehr langweilig und das ist auch verständlich. Dann hat man natürlich so den direkten Dopamin-Fluss in sich selbst hinein, wenn man jetzt sagen würde, okay, ja, Fremdenlegion, Ukraine, Frankreich, und dann geht man halt mal Donbass kämpfen oder in Guyana irgendwie so Spezialausbildung und dann irgendwie in Mali oder sowas halt dort mal richtig Action zu haben, aber da könnte man eben wieder dagegen halten, so, das ist dann eine sehr kurzfristig geplante Sache und dann soll man sich nicht später wundern, dass falls hier nochmal irgendwas zu retten wäre, dass man dann irgendwann anders gebunden ist und erstmal den Feldjägern der Fremdenlegion entgehen muss, wenn man sich dann wieder zurück in die Heimat aber was ist, ja dann auch wieder ein krasses Abenteuer wäre. Gibt ja auch so einen Film mit Jean-Claude Van Damme, wo er so von der Fremdenlegion irgendwie abhaut oder so. Was wollte ich jetzt noch sagen? Und zwar, was natürlich, er hat jetzt das quasi selber schon vorweggenommen und gesagt, ja, hier Banner aufhängen sei eben nicht zu vergleichen damit. Mag ja auch sein, aber wenn du irgendwie so einen Thrill willst, theoretisch, so du kannst jeden Tag auf die Straße gehen, irgendwie politischen Aktivismus machen, sei es jetzt in irgendeiner Bewegung oder für die Partei, und irgendwie Gefahr laufen, totgeschlagen zu werden von der Antifa und kannst dich dann heroisch mit denen boxen oder was auch immer, ja. Also das ist theoretisch schon auch alles möglich. Ist vielleicht jetzt nicht irgendwie, du bist ein krasser Germane oder so, aber es ist halt so, wir haben krasser Germane zu Hause. Krasser Germane zu Hause, Doppelpunkt, ja. Und dann ist es halt so, von der Antifa totgeschlagen werden. So. was halt noch eine weitere Option ist. Erstens mal möchte ich noch was sagen. Und zwar, witzigerweise ging es darum im Podcast, den ich vorhin schon erwähnt habe, hier mit vom Soulbra Podcast in der Folge mit The Golden One, ja, hat er quasi so gesagt, da ging es tatsächlich auch um dieses, ja, there is no adventure in the modern world oder so, ja. Flexed. Was ja irgendwo ein Stück weit stimmt. Aber was soll ich noch sagen? Theoretisch, was natürlich auch noch geht, du könntest halt irgendwie so sagen, was ist denn an unserer Welt jetzt noch nicht erforscht, ja? Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt abenteuerlich, aber es ist zumindest, wie soll ich sagen? Die Antwort ist ganz klar. Du wärst zumindest so ein Frontier, oder wie sagt man das auf Deutsch? Ein Pionier, ein Grenzbewohner. Also du könntest theoretisch halt, Meeresbiologe werden, ja? Das wäre so eine Option, ja? Oder Astronaut, ja? Du kannst die Eiswand erforschen. Ja, ja, eine Kuppel, ja. Oder zum Beispiel Archäologe oder so. Das sind halt, glaube ich, so Sachen, die noch so gehen, wo du halt irgendwie so noch Sachen entdecken kannst, die noch unentdeckt sind. Archäologe oder Archäologe? Von mir aus beides, ja, aber ich meinte Archäologe. Ich meine, das ist natürlich jetzt nicht so, Archäologe sein ist jetzt nicht so wie so Indiana Jones oder so, sage ich mal, aber zumindest mal sind das jetzt so Sachen, die mir spontan einfallen, wo man Sachen sieht, die vielleicht, zumindest mal innerhalb der letzten, was auch immer, 1000 Jahren, keine Ahnung, oder mehr, vielmehr, noch keiner gesehen hat, ja. Also wo man Sachen entdecken kann. Neue Sachen oder alte Sachen. Aber bezüglich des ersten Teils dieses Textes, von wegen so diese ganzen Leute, die sich damit abfinden, beziehungsweise nicht die Vorstellung haben, das machen zu können und so weiter und so fort. Und wie können die das bloß machen? Ich habe ja tatsächlich mal beruflich, also ich studiere natürlich, aber beruflich schon Kontakt mit solchen Leuten gemacht in einer großen Bank, und zwar beziehungsweise Sparkasse. Ja, ich werde jetzt halt nicht. Ja, natürlich nicht. Ich wollte jetzt einen Witz machen wegen einer großen Bank. So, wie auch immer, da halt in den Backroom so gesagt, also nicht bei einer Filiale selbst. Im Darkroom. Aber da war das letztendlich so, bei der Einweisung beziehungsweise beim Onboarding war das so klar, die Leute, die dort sind und die dort arbeiten, das sind nicht die Karriereleute. Da ist so ein Typ, der hat ein abgeschlossenes Soziologiestudium mit Master, und er ist so der Typ, der letztendlich, ich sag mal, nur eine Stufe über den Callcenter-Käfern steht, ja, also den Leuten, die halt wirklich nichts können und nur ein Skript durchlesen, ja. So, und der sitzt dort, der direkte Vorgesetzte war jemand, der hat halt von sich selbst erzählt, hat so gesagt, ja, ich habe hier das gemacht, und dann habe ich eine richtig große Filiale geführt und so weiter, und dann bin ich hier, und hier bin ich jetzt schon seit, und dann musste er kurz nachdenken, 12 Jahren. Und da hat man richtig gesehen, dass ihn sein Geist, seine Seele richtig verlassen hat, denn dann musste er deswegen copen und hat gesagt, ja, einige würden ja sagen, der schon so lange hier hat, kann er sich, hat er sich nicht weiterentwickelt und all sowas.
Na, der Punkt ist, diese Leute, die haben halt einfach so den, das Feuer verloren. Also die haben einfach den Ansporn verloren und sind zum Teil träge geworden. So in seinem Fall, er wollte nicht mehr pendeln, sondern er wollte mit seiner Frau im gleichen Bett liegen, sag ich mal so. Was natürlich berechtigt ist, aber da sind wirklich viel zu viele von diesen Leuten gewesen, die halt die in diesem Typus, ich ziehe mir jetzt Jeans und Sakko an und gehe dann ins Büro und mach für 20, 30 Jahre genau das gleiche Ding, ohne irgendwie der Perspektive aufsteigen zu wollen. Also das gab's dort auch. Und dieses Klima. Ja, gut, weil man halt irgendwann so diesen Zufriedenheit erreicht hat, ja, beziehungsweise halt auch dieses Feuer vielleicht verloren hat, falls man es jemals hatte. Ich glaube, es ist halt einfach so eine Mischung. Es ist einfach so ein Ding von wegen, sich nicht darum zu kümmern, seine Umstände zu verbessern oder irgendwie nach oben zu kommen. Das ist halt einfach so der Weg des geringsten Widerstandes. Es ist halt einfach viel leichter, das zu machen, als sich irgendwie darum zu bemühen, nach oben zu gehen oder irgendwie mehr Geld zu bekommen oder eine andere Stelle woanders oder die gleiche Stelle woanders, die dann aber mehr bezahlt oder sonst wie besser ist. Und diese Stimmung, also Aura, die dort herrschte, die war so wirklich so erdrückend, so wie es dann vielleicht auch bei einigen, ja, älteren Lehrern dann vielleicht ist, die dann schon seit x Jahren das Gleiche unterrichten und immer nur das Gleiche tun und machen, ja, egal welche Generation da vor einem sitzt, dass ich natürlich ganz klar damit, also ganz klar verstehe, wovon er spricht. Und das hat diese Aura, diese Umgebung hat, war dann zumindest meines Empfindens nach so erdrückend, dass ich halt nach einem halben Monat dort wieder gegangen bin. Es hat halt einfach nicht funktioniert. Kannst du nicht mit Leuten darüber reden, was du alles erreichen möchtest und was du für Ambitionen hast, wenn die unironische NPCs, ja. Also die halt so, du kannst mit den Leuten, die haben halt keine Themen, mit denen du über die sprechen kannst, die halt irgendwie darüber hinausgehen, was denn gerade bei Better Call Saul passiert ist oder so, ja. Obwohl, die schwören das ja nicht mal schauen, das wäre ja zu anspruchsvoll. Ja, ich habe mir jetzt gerade eine relativ zeitgemäße Serie ausgedacht. Oder Elite oder wie diese Komik, gibt's ja auch noch, das ist auch ein Akt. Die reden dann, würde ich behaupten, eher so übers Fußball oder die Heute-Show. Ja, oder so, ja. Ist ja scheißegal. So, aber was mir gerade noch so eingefallen ist, ein Punkt, den ich noch machen möchte. Entweder man ist halt zu faul oder was auch immer, zu bequem. Oder, was halt auch ein Grund ist, warum die Leute Sachen nicht machen, die sie eigentlich gerne machen würden, ist die Angst vor Konsequenzen. Das heißt, ja, theoretisch, wenn du so argumentierst, ja, ich möchte hier im Survival-Mode spielen oder so, möchte jetzt keine konkreten Sachen nennen, aber theoretisch kannst du doch quasi alles machen, wenn du genau diese Konsequenz doch eigentlich willst. Wenn du sagst, ich möchte, was auch immer, den Thrill, ja, dann kannst du doch theoretisch alles machen, weil dir die Konsequenz ja letztendlich nicht egal ist, sondern genau das ist, was du irgendwie willst, ja. Ja, sei dein eigener Vorfahr, wär dein eigener Großvater. Ja, genau. Also wie habe gesagt, Sex mit deiner Oma. Ja, ich habe gehört, wenn du deinen ersten Baum fällst, da kriegst du ein Achievement. Ja, gut, okay, ein Baum fällen ist jetzt nicht. Okay, ja, kann man schon mal machen. Keine Ahnung. Wie gesagt, das ist halt so der Punkt, den ich jetzt mir gerade dazu ausgedacht habe. Nee, aber absolut, das stimmt ja auch. Und was kann ich empfehlen? Also ich meine, wenn man jetzt irgendwie eine Position dazwischen sucht, gibt ja genügend Möglichkeiten. Also sowohl bei Arbeitsstellen, aber natürlich auch bei, ich sag mal, nicht nur Hobby, sondern auch Freizeitbeschäftigung. Dabei meine ich jetzt zum Beispiel sowas wie bei einer Atlantiküberfahrt, bei einem Containerschiff mitzufahren oder bei einem Frachter. Ja, um Filipino. Aber ich hab jetzt gerade eine Quest für ihn ausgedacht. Ja, der schreibt einen Artikel, was du für ein krasser Nazi bist, veröffentlicht es auf Indymedia und dann setzt dich ans Fenster, schau nach draußen und warte, ja. Das sind so die Dark Soul Invades. Genau, ja, so, du warst, bis du geraided wirst, ja. Auf jeden Fall, das ist so eine Quest, ja. Du musst dann dein Dorf wie bei Clash of Clans verteidigen. Alternativ kannst du natürlich auch dafür sorgen, dass die dazu bemüht sind, dich zu doxen sozusagen oder dich zu outen und dann danach dich ans Fenster setzen, wenn es passiert ist. Ja, dox dich selbst. Das ist auf jeden Fall immer eine gute Empfehlung. Ich sage, er kann sich selbst doxen oder ich selbst. Im Sinne von, er lässt sich doxen, nachdem er abenteuerlich
abenteuerlich einen rechten Aktivisten-Lifestyle geführt hat. Wie gesagt, das sagt er ja selber, ist nichts für ihn, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen so, warum ist es nichts? Warum willst du es nicht machen? Weil es dir zu unaufregend, sagt er ja. Aber so, keine Ahnung, verstehe ich nicht so ganz. Ist ja besser als nichts, sage ich jetzt. Etwas ist immer besser als nichts, Sascha. Ja. Aber das bedeutet, ich finde, er sollte das jetzt aber machen. Bin davon schwer überzeugt. Weißt du, kannst ja in der Öffentlichkeit sagen, dass du AfD wählst. Ja, das könntest du. Ja, also es gibt sehr viele Möglichkeiten natürlich. Also du kannst dich ja wirklich tatsächlich daran orientieren, was hat Indiana Jones gemacht und dann halt irgendwie dann mystische Orte reisen von mir aus. Also letztendlich, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Frage ist natürlich, wie da die Ressourcen stehen. Und selbst wenn, ich wette, dass man auch mit 0 Euro nach Sambia oder sowas kommt. Wäre auch eine Quest, ja. Du machst quasi Rucksacktourismus ohne Geld und versuchst dann, dich durchzuschlagen. Ja? Klaust irgendwie so ein Flüchtlingsboot oder so und fährst dann in die andere Richtung. Ja, das wäre auch, ist alles, also ja. Das erinnert, also wenn du wirklich so geil drauf bist, ich bin halt irgendwie nicht so geil drauf, glaube ich. Aber das von wegen Flüchtlings... Würden mir schon einige Sachen einfallen. Und dann in die andere Richtung fahren, das erinnert mich an diese Battlefield 3 Clips, Typ springt aus seinem Jet raus und ja, springt in den Jet von dem anderen rein, ja. Schießt noch in der Luft jemand mit der Panzerfaust. Ja, genau. Ja, also es ist halt alles möglich, so. Keine Ahnung. Wird halt somalischer Pirat, orientiert dich halt an South Park, was weiß ich. Genau, ja. Ja, wie gesagt, also die Möglichkeit, also es ist halt tatsächlich, da haben wir gerade so ein paar Möglichkeiten aufgelistet. Kannst du uns ja ein Feedback geben, ob du dich dann zu irgendwas entscheidest oder so in der nächsten Kummerkasten-Episode oder wie auch immer, wenn die Folge mal drauf ist. Ansonsten würde ich auch sagen, dass die Folge langsam aber sicher schon sehr lange eine gute Länge erreicht hat. Ja. Wir haben uns irgendwie über eine halbe Stunde Kummerkasten gemacht. Du kannst ja deinen eigenen Kult, deine eigene Sekte starten. Das wäre auch eine Möglichkeit, deine eigene Sekte starten. Das wäre vor allem auch ziemlich lukrativ, soweit ich weiß. Das weiß ich. Im Endeffekt so, ja, der Südamerika-Plan. Ja, das ist auch möglich. Oder erfinde halt wirklich so die Assassin's Creed-Maschine. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber das ist ja nicht aufregend, das ist ja lang. Na, was dann kommt dadurch, ist dann aufregend. Ja, klar. Es ist ja auch immer nicht alles so aufregend wie so ein Computerspiel. Mhm. Das ist ja das Nächste, ja, so sagen. Ja, also selbst bei Rittern ist es ja so, dass der... Es zwar immer die epischen Kämpfe gibt, ja, klar. Diese Geschichten, aber zwischendrin ist es ja so, dass sie tatsächlich auch einfach Krafttraining gemacht haben. Haben sie gemacht, ja. Ja gut, ich meine, dass sie trainiert haben, wenn sie mit Waffen trainieren und so weiter, ist ja in gewisser Weise auch krass. Sie haben Steine geworfen. Ja. Und aufgehoben und so weiter und so fort. Ja, das wundert mich jetzt auch nicht mal so ab. Ja, wenn man drüber nachdenkt, ne? Ja, keine Ahnung. Ja, richtig. Also es gibt sehr viele. Mir fällt auch gerade noch sehr spontan so ein Ding ein. Du könntest einfach sagen, du suchst jetzt eine Kampfsportart und versuchst da einfach der Beste zu werden. Ja, also, aber am besten Kampfsportart, wo du die Leute unaufgefordert einfach verprügelst. Junge, nein. Du findest das nicht lustig? Ich weiß es nicht. Ich habe immer Angst vor deinen Fettposts. Ich weiß nicht, ob das ein Fettpost ist. Das ist ja einfach nur ein blöder Spruch von wegen verprügel jemand auf der Straße, Zitat Ende. Das wäre eine Möglichkeit, die wir natürlich schlecht finden und die wir niemals empfehlen würden, ja, aber ja. Gut, wie gesagt, also tatsächlich, jetzt haben wir sogar ein paar Möglichkeiten genannt und damit würde ich auch sagen, Schlusswort von Torben, hast du noch ein Schlusswort? Wir müssen mehr Kummerkasten machen. Kummerkasten. Ne, wir bearbeiten die, finde ich. Wenn du das als Format haben willst, also die Ankündigung ist jetzt ja quasi raus, mal sehen, was denn so ins Postfach reinkommt. Und eine Ankündigung möchte ich auch noch raushauen, wenn ihr irgendwie, schreibt einfach Creepypastas und so weiter, wir machen DSF Creepypastas jetzt. Und schaut aber, dass die jetzt nicht so wie die Georg Flöte Creepypastas sind, sodass man die auch vorlesen kann. Creepy-Fahne. Creeps. Ja. Neues Subformat, ja. Creeps. Ja, ich glaube, das gibt's schon. DSF-Schreck. Die gruselige Fahne, ja. Die schreckliche Fahne. Ja, das wird ein neues Unterformat jetzt. Ja, wenn die Leute Einsendungen machen, auf jeden Fall. Und an Halloween dieses Jahres werden wir dann sehr realistische und blutgetränkte Augen haben. Das auf jeden Fall, ja. Ja, Halloween, wir können ja auch sammeln für Halloween. Der Halloween-Stream das letzte Mal war ja wieder sehr... Also der Halloween-Stream war ja legendär, ja. Ihr wart alle nicht dabei, aber irgendwie die Creepypastas vorgelesen. Dead Space auch gestreamt, ja. Kleiner Nostalgie-Moment für Neo. Slenderman war, glaube ich, auch dabei. Ja, achso, da wart ihr, glaube ich, sogar dabei, stimmt, ja. Ja, man muss ja, ja, die haben auch sogar Slenderman Co-op gespielt oder sowas. Nee, das haben wir tatsächlich nicht. Aber wir haben auch SGP, was auch immer, gespielt. SGP? SCP, Contagement. Ja, sicher. Ja, egal, ist ja wurscht jetzt. Also, gute Nacht.